Shalom Aleichem. Heute mal ein bisschen wieder andere Themen, die Geschichten um Josef, um Juda, um den Fall der Engel, der Bezug dieser zwei Dynamiken zueinander und das alles dann aufs Neue Testament und das Geschehen am Kreuz zu übertragen. So Gott will, wird es noch einmal näher untersucht, mehr davon erzählt. Aber fürs Erste sei das erstmal zurückgestellt und einige andere, mehr grundsätzliche Dinge sollen ein bisschen erzählt werden. Und da bietet sich vielleicht so etwas an, wie einmal ein bisschen systematisch einfach anzufangen, die sogenannten Sfirot, also die Sefirot, die Ziffern, meist mit der sogenannten Kabbala assoziiert, also mit dem eher mystischen Aspekt der jüdischen Überlieferung. Diese Ziffern, die als so etwas wie die Ausflüsse des Wesens Gottes, die Kräfte des Göttlichen oder dergleichen, so ungefähr werden die meist bezeichnet, charakterisiert. Diese sieben Ziffern also, und eigentlich sind es 10, aber die oberen drei werden jetzt erstmal ausgeklammert. Das sind sozusagen die völlig jenseitigen und wir beschränken uns auf die 7 unteren, die in gewissem Sinne auch mit den 7 Schöpfungstagen identisch sind, also unserer Welt, der Schöpfung, in der wir hier leben, sehr viel näher stehen und dadurch auch sehr viel zugänglicher sind, ohne allzu viel jetzt voraussetzen zu müssen und ohne allzu sehr in dieses abstrakt, schon fast philosophische Beschreiben zu gehen. Diese 7 unteren kann man schon sehr gut annähern, indem man einfach sich die biblischen Geschichten, die biblischen Mythen, die biblischen Bilder vor Augen führt und sie eben in diesem Sinne, wie sie diesen 7 Sfirot zugeordnet werden, ein bisschen in sich aufnimmt. Und das könnte jetzt der Einstieg zu einer längeren Reihe solcher Monologe werden. Mal schauen, wo es uns hinführt. Heute vielleicht erstmal so ein grober Überblick, zu allen 7 ein bisschen etwas gesagt und die verschiedenen 7 Heiten, die sich sozusagen darin niederspiegeln, die wiederum also verschiedene Aspekte der 7-Heit ausdrücken. Und wenn das einigermaßen gut läuft, könnte man dann vielleicht in folgenden Monologen noch ein bisschen jeweils einen ganzen Monolog nur zur ersten dieser Sfirot, dann der nächste zur zweiten und so weiter und alle nacheinander durchgehen. Vielleicht ergibt sich aber auch ein anderes Vorgehen, dass vielleicht lieber die einzelnen verschiedenen Aspekte dieser 7-Heit, also zum Beispiel einmal ein ganzer Monolog über die 7 in Form der Planeten der sogenannten, einmal in Form der 7 Wachstumsarten oder Pflanzen des gelobten Landes, wie es dann im mythischeren Bild ausgedrückt wird. Mal schauen, was sich eben anbietet. Gerne sicher auch einfach quer durcheinander, wie eben der Fluss der Gedanken uns hier leiten wird. Also, mal schauen. Zunächst einmal vielleicht einfach aufgezählt, diese 7-Heit. Die erste, wir können vielleicht auch von Anfang an so dieses Schema etablieren, indem sie oft dann zeichnerisch, schematisch dargestellt werden. Das ist also die 1 rechts oben, die 2 links oben auf derselben Höhe, dann die 3 in der Mitte darunter. Das ist also ein nach unten zeigendes Dreieck, diese oberen 3 darstellt. Dann noch einmal ein weiteres nach unten zeigendes Dreieck darunter, wo dann die 4. rechts ist, die 5. links, die 6. wiederum, unten dazwischen in der Mitte. Das ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6
Und dann das siebte noch einmal unter der sechsten. Das ist also so eine Art, ja, es wird dann ja auch oft als der sogenannte kabbalistische Lebensbaum bezeichnet. Das ist also so eine Baumstruktur mit dem Stamm unten und den sich aufgliedernden nach oben, eben die in der Breite nach oben sich ziehenden Struktur, die Krone dieses Baumes dargestellt. Und natürlich eigentlich sind oben dann noch einmal diese drei oberen Sphärot und noch eine, sagen wir mal, geheime Sphäre, die dann, sagen wir mal, die elfte inoffiziell könnte man sagen ist. Aber davon reden wir jetzt erstmal nicht. Also wir fangen an mit der 1, an dieser besagten Stelle rechts oben. Die 1, das ist Chesed. Chesed wird dann meist übersetzt als Gnade oder Huld. Aber vielleicht ist etwas besser und verständlicher, vor allem in der heutigen Zeit, es wirklich als Liebe zu übersetzen. Und zwar Liebe nicht im Sinne jetzt der eines Mögens und Gernhabens in erster Linie, sondern Liebe im Sinne der Agape wirklich, also des Neuen Testaments, dieser selbstlosen Liebe, des sich selbst Verschenkens, verschenken Wollens, des völlig unverdienten Gutes tun Wollens, jedem und allem sozusagen. Das ist Chesed. Dann als zweites, also dem gegenüber auf der linken Seite, oben, ist Gvura. Gvura, das ist die Stärke. Gibor ist auch der Starke. Und Gewehr oder Gaver ist dann ein davon abgeleitetes Wort für sowas wie den Helden oder den Mann einfach. Von das starke Geschlecht sozusagen. Also auch der Name des Engels Gabriel ist von dieser Wurzel abgeleitet. Also die Stärke Gottes könnte man sagen, Gabriel. Also Chesed, die 1 und dem gegenüber die 2, Gewürah. Und Gewürah gelegentlich wird dann auch als Din bezeichnet. Din, das Gericht. Man kennt üblicherweise den Namen Daniel. Richt, also mein Richter ist Gott, könnte man es übersetzen. Oder auch den Stamm von den 12 Stämmen Israels mit dem Namen Dan, was einfach der Richter ist. Und ja, könnte man jetzt schon wieder vorgreifen und darauf hinweisen, dass Dan der nördlichste aller Stämme ist und der Norden ja immer mit der eher körperlichen Seite, der materiellen Seite der Existenz zu tun hat. So eben auch hier auf dieser linken Seite, die eher der materiellen, körperlichen Seite zugeneigte Dimension sich ausdrückt, während die rechte Seite eben eher die geistige, die männliche Säule auch genannt sich findet. Also die rechte Säule mit diesen übereinander stehenden Sphärot ist die männliche, die himmlische, die geistigere Säule. Die linke dem gegenüber ist die weibliche, die irdische, die körperlich materielle Säule und es wird dann auch als rechts die Feuersäule und links die Wassersäule bezeichnet. Hier könnte man vielleicht den Bezug auch sehen zu den zwei Erscheinungsformen der göttlichen Präsenz bei dem Zug durch die Wüste, wo das Lager der Israeliten immer begleitet wird, oder das Heer der Israeliten begleitet wird auf seiner Wanderung, eben von dieser Säule. Von dieser Wolkensäule am Tag. Am Tag ist es die Wolkensäule, also eher diesem wässrigen Element zugeordnet. Und in der Nacht ist es die Feuersäule. Also die Feuersäule, das rechte, und die Wolkensäule, die Wassersäule, das linke. Und gerade dass eben die Feuersäule in der Nacht ist und die Wolkensäule am Tag, zeigt dann auch wieder die Verschränkung dieser Gegensätze, denn sie bilden natürlich eine Einheit und gerade in dieser Verschränkung drückt sich diese Einheit dann auch aus, wie es im asiatischen Bereich vielleicht in dem Yin-Yang-Symbol sich auch ausdrückt, mit den weißen und schwarzen Hälften des Kreises, die aber mit dem Punkt jeweils im Gegenüber doch wiederum diese Verschränkung eben ausdrücken. Und wir hatten auch schon mal im Zusammenhang mit dem Alphabet und mit den Farben, die den Himmelsrichtungen zugeordnet sind, davon gesprochen, dass auch in der mythischen Geografie des gelobten Landes sich genau diese Verschränkung darin ausdrückt, dass im Norden, also dem eigentlich der roten Farbe zugeordneten, dieser Richtung der Geografie des Landes,
gerade sich der Lebanon, der Libanon, das Gebirge mit den weißen, schneebedeckten Gipfeln befindet und der Name Libanon auch von Weiß, Lavan abgeleitet ist, demgegenüber im Süden, im äußersten Süden sozusagen, das Gebirge von Esau, Edom ist und Edom aber eigentlich ja gerade die körperliche Seite der Existenz meint, auch der Name Edom vom Rot, von der roten Farbe sich herleiten lässt. Also da auch wieder der Süden eigentlich das Weiße als Farbe tragend, das Geistige repräsentierend, aber trotzdem ist da Edom, der Rote, diese körperliche erscheinende Seite der Existenz in diesem Gebirge Seir zu Hause. Und ja, wie gesagt, hier könnte man wieder abschweifen und wir sind natürlich auch abgeschweift. Zurück zu den beiden Säulen der Sphirot, dieses Sephirot-Baumes. Die obere Spitze dieser unteren Siebenheit, rechts also Chesed, auch genannt die Gedula, die Größe, also diese Größe des Ewigen, der Gotteskraft, drückt sich gerade in der Güte, in der Chesed aus. Und die linke Seite, Gevurah, das ist Din auch, also auch das Gericht, diese Stärke und Strenge, die der Gnade von der rechten Seite links gegenübersteht. Und beides ist eine Einheit. Man sagt dann auch, die Mitte davon ist die Säule der Barmherzigkeit, also die, das, was dann die Frucht aus den beiden bringt. Wir haben ja schon mal gesagt, barmherzig, Rachem ist mit Rechem genau gleich geschrieben. Rechem, die Gebärmutter, also dieser Durchbruch, der geschieht, woraus die Geburt sich ergibt, des Neuen, des Kindes, des Fruchtprinzips. Das ist gerade diese fruchtbare Zusammenkunft von der rechten und der linken Säule, von männlich und weiblich, auch eben von Chesed und Gevurah und eben von Gnade und Strenge des Richtens, des Gerichtes. Dann dieser erste Ausdruck dieser mittleren Säule, also dieses Fruchtprinzips, könnte man sagen, ist dann eben die dritte Sphira und das ist Tiferet in vielen Bezeichnungen, manchmal auch eben mit Rachamim genannt. Dritte Tiferet. Dann kommen wir wieder auf die rechte Säule, nun also unter der 1, unter der 1 steht die 4, als quasi eine Abschattung der 4 und eine Abschattung der 1 oder ein Reflex dieser 1 auf der etwas niedrigeren, erdnäheren Ebene. Diese 4 ist dann Netzach. Netzach oder Netzach, auch wieder schwierig zu übersetzen. Einerseits sowas wie Sieg, sagt man dann, aber, also Sieg im Sinne von gesiegt haben, aber es ist auch ein Ausdruck für so etwas wie Ewigkeit oder Unendlichkeit. Also Lanetzach heißt auch für immer, für ewig sozusagen. Und dann dem gegenüber, diesem Netzach gegenüber, auf der linken Seite wiederum, auf der weiblichen Säule, als der niedere Reflex oder etwas tiefer gehende Reflex, so kann man es auch ausdrücken, von der Din oder von der Gvira, ist dann Hod. Hod, dazu haben wir auch schon mal in einem kürzeren Monolog manches gesagt, mit dem Wort Yehuda hat es zu tun, also mit dem Judentum in diesem tiefsten Sinne des Wortes, mit dem Preisen und Loben aus Dankbarkeit über die Freude, die einem das Leben ist und schenkt. Und dieser Hod ist also der Glanz, in dem sich diese Freude und dieser Dank ausdrückt. Oder das Rühmen, der Ruhm wird es auch manchmal übersetzt, Hode als Ruhm. Also das Rühmen, was eigentlich genau das ist, zum Glänzen bringen, des Gerühmten, des Berühmten. Und Glanz, Ruhm, Pracht oder Herrlichkeit wird es auch manchmal übersetzt. Aber es hat eben auch einen ganz engen Bezug, so wurde an dieser besagten anderen Stelle schon angedeutet, zu der Formwerdung. Also zu dem, was auch das Prinzip der Zahl 33 ausdrückt. Zum Beispiel im Wort Gal, Gimel Lamed, 330 geschrieben. Oder auch Galiläa sich ableitet von, aber auch viele andere Sachen. Die Welle heißt auch einfach Gal, diese runde Bewegung des Wassers. Denn Gal ist gerade die fließende Form, also das, was hier wirklich das uns Umspülende, Umspielende ist in dieser Welt der Zeit. Die fließende Form
Also eine etwas andere Nuancierung der materiellen Welt, als es zum Beispiel Zar im Sinne von Mizraim zum Beispiel ist, Ägypten. Zar ist eher die starre Form, wie eben Zur, der Fels, also das Feststehende, Harte, Kantige auch. Demgegenüber eben Gal, diese eher weiche Seite der Form in dieser Welt, also diese ständig ändernde, bewegliche Form. Gibt dann auch den Namen für den Hahn, der ja auch im Neuen Testament eine Rolle spielt. Dieses Tier, das sich zusammensetzt aus diesen zwei Begriffen. Zar, beziehungsweise in der etwas aramäisierenden, aramäischeren Form als Tar, da wird dann das Zadeh oft zu einem Taf. Und Tarnegol ist dann der Name für den Hahn oder ein Wort für den Hahn. Und da ist also Tar und Gal sozusagen verbunden durch die Nun. Tarnegol, Gal, also durch die Nun, die 50. Oder auch der Fisch im alten Bild, also das Bild für die Nefesh, für diese irdische Seite des Seelischen. Das verbindet also die fließende Form von Gol, Gal und die feste Form von Zar, Tar. In diesem Tier, in dieser Bezeichnung für das Tier Hahn. Zum Hahn kann man auch wieder viel sagen, auch hier können wir es mal wieder schön abschweifen. Der Hahn, eben der, der morgens weckt, die ganze Schöpfung sozusagen und im Besonderen den Menschen, der auch schon kräht, wenn es noch nicht hell ist im Sichtbaren, aber der anzeigt, jetzt bricht der Tag wieder an. Aber, so wird erzählt, es war auch schon immer Brauch, Hähne zu trainieren, dass sie zu einer bestimmten gewünschten Zeit einen wecken mit ihrem Schrei, mit ihrem Rufen. Also eine Art Vorform unseres modernen Weckers sozusagen. Es wird zum Beispiel gesagt, der Tanait, also der Lehrer der Mishnah mit dem Namen Akiva in der jüdischen Überlieferung, eine sehr wichtige, prominente Figur von diesen alten weisen Gestalten. Dieser Akiva hat sich extra einen Hahn trainiert, der ihn immer um Mitternacht, also in der genauen Mitte der Nacht, weckt. Denn zu dieser Zeit, nach einer Stelle aus den Klageliedern Jeremias, ist es Brauch im Judentum, zumindest da, wo es noch gelebt wird, dass man zu Mitternacht aufsteht und den Fall Jerusalems gedenkt. Und so also Akiva sich dadurch zu helfen gewusst, einen Hahn zu trainieren, um auch wirklich zur mitternächtlichen Stunde wach zu werden und diese Klage um Jerusalem weinen, rufen zu können. Zurück zu unserem Sphirot. Da haben wir also jetzt oben Chesed, Gvura, Tiferet, den Glanz, die Pracht, die Herrlichkeit. Dann fängt die zweite Dreiheit an, die sozusagen eine Widerspiegelung der oberen Dreiheit ist, der ersten Dreiheit, auch der ersten drei Tage der Schöpfung. Dieser vierte, fünfte und sechste Tag der Schöpfung ist also dann dieses noch einmal Konkretisieren dieser ersten drei Tage. Das ist also wie gesagt Chesed, der erste Tag, sich im vierten Tag als Netzach widerspiegelt, reflektiert. Dann Gevurah, der zweite Tag, spiegelt sich wieder in dem fünften Tag, in Hod, dieser Formwerdung, im Glanz, der Pracht und der Herrlichkeit auch. Und der dritte Tag, dieses Tiferet, auch Herrlichkeit, aber eher im Sinne von Harmonie, im Sinne von Schönheit auch, leuchtend, strahlend in gewissem Sinne. Dieser dritte Tag erscheint dann wieder im sechsten Tag auf der konkretisierteren Ebene. Und diese sechste Sphirot, diese sechste Sphira ist dann Yesod. Davon haben wir schon vieles gesagt in Bezug zu der Figur des Josef, die damit eng im Zusammenhang steht. Dieses sechste ist also Yesod, das Fundament. Da haben wir schon gesagt, das Wort Sod ist die Wurzel davon, also das Geheimnis ist der Kern eines jeden Fundamentes. So haben wir also diese zwei Dreiheiten übereinander. Und die untere Spitze des unteren dieser beiden Dreiecke ist also Yesod, die sechste Sphira. Und darunter dann, direkt darunter, sodass also dann in der mittleren Säule hier drei Sphirot sind. Diese unterste und siebte Sphira wird dann üblicherweise Malchut bezeichnet. Malchut, das Königreich oder die Königsherrschaft,
das Königtum könnte man es auch einfach übersetzen. Oder einfach die Herrschaft, das Reich, das, so hat Rudolf Steiner einmal dieses Wort im theologischen Sinne übersetzt, das Reich Gottes, damit ist eben gemeint, dass das Herrschen Gottes, das Wirken Gottes, das alles, alle Schöpfung durchreichende Wirken Gottes. Also das, was sie durchreicht, wie auch irgendwo hinreichen im Deutschen mit diesem etwas durchziehen und überbrücken zu tun hat. So ist also Malchut auch, dass man sagt ja auch, alle vorherigen Sefirot sind wieder da, sind auch da in dieser Malchut. Jede Sefirah ist in der nachfolgenden mit enthalten. Also in der Malchut konzentrieren sich alle vorhergehenden, die ganze Siebenheit, wenn wir jetzt erstmal bei diesen unteren sieben bleiben, ist präsent in dieser Malchut, in dieser sechsten Sefirah, in diesem siebten Tag, in dem wir hier leben, in der äußerlichen Erscheinungswelt. Da ist alles Vorherige mit enthalten, alle 6 Tage der Schöpfung, an denen tatsächlich die Schöpfungsworte Gottes geschehen, die sind alle hier in dieser Welt des siebten Tages mit anwesend. Und diese Malchut hat dann auch den anderen Namen Shchina, also die Einwohnung des Göttlichen. Denn, so sagt man, diese ganze siebte Welt oder dieser ganze siebte Tag, diese unsere äußere Welt, ist eben geprägt davon, dass hier diese Shchina, diese Einwohnung Gottes mit uns überall anwesend ist, mit uns ins Exil hinabgestiegen ist, in diese Verbannung, in die Galut, das hebräische Wort für diese Verbannung, für das Exil, Galut, Goles im Jiddischen, Gules, das ist auch wieder von diesem Wort Gal abgeleitet, also von der 33, dieser Formwertung, diesen fließenden der Form, wie die Welle, wie Gal. Und das ganze Prinzip des Hier-Erscheinens und Sichtbarwerdens ist mit diesem Gal, mit dieser 33 also verknüpft. Zum Beispiel auch das Prinzip der Schriftrolle, im Hebräischen auch als Megillah bezeichnet, besonders bekannt in Bezug auf die Rolle Esther, also das Buch Esther, was bei dem jüdischen Purimfest eben eine besondere Rolle spielt, weil diese ganze Geschichte sich auf, also dieses ganze Fest sich auf dieser Geschichte von der Königin Esther gründet. Diese Megillah ist also auch von diesem Stamm Gal abgeleitet, Gimel Lamed, und die Megillah ist das sich entrollende, sich entfaltende und dadurch offenbarende, wie eine Schriftrolle eben aufgerollt wird, entwickelt wird, also daher kommt hier dieses deutsche Wort auch, die Entwicklung, Evolution, das ist das Aufwickeln, das Aufrollen. Und wie es dann auch die Schriftrolle zeigt oder der praktische Umgang damit, während die gelesen wird, wird nicht immer weiter alles aufgerollt, bis sie dann komplett ausgerollt ist, sondern es wird immer nur das Stück aufgerollt, was gerade am Lesen ist. Da sieht man ein, zwei Spalten, also Kolumnen von diesem Bibeltext dann auf einen Blick. Aber wenn man dann weitergeht, wird wieder der gelesene Teil zugerollt und weiter aufgerollt. So wie eben auch wir hier die Welt wahrnehmen, wir nehmen nicht in diesem Moment die gesamte Vergangenheit mit wahr, sondern wir nehmen die Gegenwart wahr. Und die Erinnerung an die Vergangenheit verblasst sozusagen immer mehr, je weiter wir uns im Zeitlichen uns von ihr entfernen wiederum. Und stattdessen eröffnet sich uns der zukünftige Teil dieser Schriftrolle und es wird immer wieder ein Stück mehr aufgerollt. Und so geht man eben ganz durch diese Rolle, bis am Ende wieder alles zugerollt ist. Wie am Ende dann auch von dem Buch der Offenbarung im Neuen Testament gesagt wird, und der Himmel vergeht wie eine Buchrolle, die sich zusammenrollt wieder. Das ist eben die Schöpfung, wie sie sich hier in der Entwicklung, in der Art, wie wir sie wahrnehmen, zeigt. Sie wird aufgerollt und wieder eingerollt. Megillah, also die Offenbarung, das Sich-Offenbaren der Ewigkeit innerhalb der Zeitlichkeit, so könnte man sagen, mit Hilfe dieses Prinzips der Formwerdung, der fließenden Form, stets sich im Wandel befindenden Form, die Welle, die auf dem Wasser, durchs Wasser, als das Wasser sich bewegt, getrieben vom Wind, also vom Ruach, vom Geist. Und
dass also die Wurzel dieses Wortes Exil, Galut, die Formwerdung, die Verbannung in die Form hinabsteigen zu müssen. Und da kommt eben mit die Einwohnung Gottes, diese weibliche Seite Gottes, die Schrina, die Mutterseite Gottes, könnte man ja auch sagen. Auch dazu wurde ja schon manches gesagt, in diesem Zwiegespräch im Inneren der Seele Gottes, wo Gott zweifelt und Angst hat um die Schöpfung, wenn er ihr jetzt sozusagen die Freiheit gibt, sich einfach zu entwickeln und auch die Entscheidungsgewalt überlässt, sich gegen Gott als den Schöpfer zu entscheiden und eigene Wege anzustreben, in der Gefahr, dass sie dann vielleicht nie wieder zurückkehrt zur Heimat im Ewigen, zur Einheit mit allem. Und dass dann die Mutterseite in ihrer Barmherzigkeit, diese Rachem, dass die Gebärmutter im Weiblichen sich bereit erklärt mitzugehen, eben als diese Barmherzigkeit Rachem und als die Gebärmutter Rachem, um dann hier mitgegangen in diese Welt gebären zu können, den Sohn, das Kind, das Fruchtprinzip hier zur Geltung zu bringen, was dann wieder die Rückverbindung herstellt. Und das ist dann eben die Einheit, die Aleph, die Eins, die hineinsteigt in die Form, in die Gal, in die 3 und die 30, dazwischen in die Mitte kommt, dass es dann die 3, 1, 30 ist und das ist dann Gaal, das Erlösen, das Auslösen, das, wie es der Messias dann eben auch vollbringt, als sein großes Werk, das sich selbst hingebend als Lösegeld sozusagen, als Auslösung für alles, was hier so auch in die falsche Richtung gelaufen ist, damit dann für den Preis, dass er sich hingibt, alles wieder losgekauft, gelöst, erlöst wird, freigekauft wird und zurückkehren darf ins Haus des Vaters. Dass also diese ganzen Konzepte der weiblichen Seite Gottes, die mit in die Schöpfung geht, um hier dann eben diese Sohnschaft, diese Kindschaft Gottes zu verwirklichen, tatsächlich ganz leibhaftig, fleischwerdend eben. Und die Schrina, die weibliche Seite Gottes und auch zum Gottesnamen, der gerade diese innige Beziehung des Menschen zum Himmel ausdrückt, also der Vier-Zeichen-Name, das Tetragrammaton. Auch dazu sei vielleicht noch der Hinweis gegeben, so sehr natürlich die J am Anfang steht und im Prinzip das männliche Singular-Verbum kennzeichnet, also wenn man das von der Wurzel Howeh ableitet, es ist sehr eng bei der Wurzel auch Haya, was einfach sein, existieren bedeutet. Hawe, wenn man es unterscheiden will, was schon getan wird auch, ist noch einmal eher das Geschehen. Auch zum Beispiel ein Unfall wird dann auch davon abgeleitet, im Sinne von etwas, was einem geschieht. Es ist zwar sehr eng an dem, was ist, was existiert sozusagen, das Sein, aber es ist nochmal eine Zusatznuance mit diesem Waff anstatt der J in der Mitte der Wurzel. Und das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, die Wurzel von diesem Gottesnamen. Also Alfred Liebezahl, Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen, übersetzt dann auch diesen Namen als er ist der Unfall, er ist der Fall hinab, er ist Ausdruck dieses Falls, eben dieser Schrina, die mit uns diesen Fall macht, dieses Hinabsteigen, diesen Gang hinunter ins Exil. Er ist es. Also in diesem Sinne ist ja ganz klar das Männliche, er, weil es eben das Männliche, das Himmlische ist, was hier in das Irdische hinein hinabsteigt. Aber als solches ist es dann eben wiederum doch die weibliche Seite dieses Himmlischen. Weil das ganz Männliche im Sinne des Vaters im Himmel eben, das bleibt in der Ewigkeit, in dem unzugänglichen Licht, wie es in den Apostelbriefen dann auch genannt wird. Der Vater ist und bleibt im Ewigen das Ewige und niemand hat den Vater je gesehen. Der Sohn und in dem Sinne halt auch die weibliche Seite als die Mutter, die diesen Sohn gebiert, vermittels ihrer Barmherzigkeit, das ist dann eben das in die Zeit hinein projiziert werden, dieses Ewigen. So also der Gottesname, der natürlich immer noch den Vater
anklingen lässt. Es ist ja schließlich der Vater, der als der Sohn mit in die Zeit geht oder als seine eigene Einwohnung, als seine eigene weibliche Seite. Diese Yod-Heh, Wav-Heh hat eben als Endung die He. Und die He ist üblicherweise gerade die weibliche Endung. Sodass man eigentlich sagen muss, dieser Name ist grammatisch dann doch wieder eigentlich weiblich. Also als Name ist er weiblich, aber als Tätigkeitswort, also als Verb verstanden, ist er mit der J am Anfang männlich. Und so ist auch da dieses männlich-weibliche, das Göttlichen als Ganzheit ausgedrückt in diesem Namen. Und so ist eben auch der Mensch im Bilde Gottes, in der Abschattung Gottes, Bezalem Elohim, auch männlich-weiblich im Ursprung. Dazu wurde auch schon an anderer Stelle vieles oder zumindest manches gesagt. Ja gut, jetzt haben wir einmal diese sieben aufgezählt, aber eigentlich natürlich noch nicht wirklich was zu ihnen gesagt. Wieder viel mehr abgeschweift, aber das ist ja auch dann das Schöne, dass man einfach sich so eine Grundidee vornimmt und von der ausgeht, dann aber sich einfach ablenken lässt im schönsten Sinne des Wortes und dorthin lenken lässt, wo eben an diesem Punkt der Erzählung man gerade sich hingezogen fühlt. Und ich denke, diese Grundideen, die jetzt nochmal rekapituliert worden sind von dem Niedersteigen Gottes mit seiner Schöpfung in dieses Exil hinein, diesem Verhältnis von männlich-weiblich, was er sich auch eben in diesen beiden Säulen der Sphirot ausdrückt und der Frucht aus dieser Begegnung von männlich-weiblich in der Mittelsäule, das ist schon gut nochmal als Grundlage in Erinnerung zu rufen. Diese Mittelsäule also, zumindest bei dieser Siebenheit, hat dann auch den Überschuss mit diesem siebten Tag, der eben die dritte Sphira in dieser Mittelsäule ist, während die beiden äußeren jeweils nur aus zwei Sphirot bestehen. Und wie schon deutlich angesprochen, sind diese sieben Sphirot eben auch ganz klar mit den sieben Schöpfungstagen der ersten Seite der Bibel sozusagen identisch im Endeffekt. Und dazu werden wir hoffentlich im Laufe dieser Erzählung zu diesem Thema noch manches, noch einiges sagen, vielleicht nochmal in die Details wirklich gehen. Aber jetzt erstmal noch, um so ein bisschen, was es überhaupt damit auf sich hat, anzuführen. Also ein bisschen mehr zu verdeutlichen, was es mit dieser Siebenheit auf sich hat. Nochmal die verschiedenen anderen Aspekte darstellen. Zumindest wenigstens mal erwähnen fürs Erste. Also jetzt hatten wir erstmal nur die äußeren Bezeichnungen, die Namen sozusagen dieser sieben Ziffern mit Gnade, Strenge, Schönheit, Sieg oder Ewigkeit. Ja, eher Sieg. Glanz, Ruhm, dann Fundament und eben Königreich, Herrschaft. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, vor allem wenn man sich noch gar nicht damit befasst hat, könnte man irgendwie, gerade bei so Wörtern wie dem dritten Tiferet und dem fünften Hod, was beides so hier und da mal auch als Herrlichkeit oder Pracht übersetzt werden könnte, sich fragen, ja, und was soll dann der Unterschied sein? Das ist jetzt, scheint ja ziemlich willkürlich zu sein. Aber natürlich ist es nicht willkürlich und auch wenn mehrere Bezeichnungen für ein und dieselbe Sphira vorhanden sind, wie bei der zweiten mit Din und Gvira, dann hat das alles schon natürlich seine tiefere Bedeutung. Und da will ich jetzt auch überhaupt nicht mit sagen, dass mir diese tiefere Bedeutung auch nur ansatzweise alle bewusst wären. Aber die ein oder andere könnte ich noch hier und da was zu sagen, wenn es sich dann im Laufe des Erzählens ergibt. Jedenfalls sollten wir jetzt erstmal wegkommen von diesen äußerlichen Etiketten und so ein bisschen das Ganze mit Leben füllen, dadurch, dass wir noch diese anderen Siebenheiten damit in Verbindung setzen. Die sieben Tage der Schöpfung haben wir schon gesagt, da kann also jeder selbst sich einfach nochmal den Schöpfungsbericht angucken und die einzelnen Tage für sich nehmen und schauen, was da jeweils so die entscheidenden Durchbruchsmomente sind sozusagen. Also der Fokus sei zum Beispiel mal gelenkt auf das, was wirklich Gott spricht an dem jeweiligen Tag. Im Hebräischen noch besser nachzuschauen, da sieht man wirklich genau die Wortformulierung und Gott spricht.
eigentlich nicht und Gott sprach. Die Vergangenheitsform ist dann nicht unbedingt angemessen. Es ist gleichermaßen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt nicht diese Unterscheidung der grammatischen Zeiten, Tempora in der hebräischen Ursprache, wie sie in der Bibel benutzt wird. Es sind alles nur Nachhinein-Interpretationen, die man da so dann für die Übersetzung heranziehen muss, damit man es hier verständlich formulieren kann. Aber eigentlich ist dieses Vayomer Elohim und Gott spricht, eben Gott sprach, Gott spricht und Gott wird sprechen in einem. Und diese Formulierung, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, das ist 10-mal in diesen ganzen 6 Tagen, wo etwas geschöpft wird, vorhanden. Es wird in die Schöpfung gesprochen durch 10 Gottesworte. Und das ist in einer gewissen Aufteilung. An den ersten beiden Tagen ist jeweils ein Gotteswort, am dritten Tag sind es dann 2 Gottesworte, dann am vierten und fünften Tag ist es auch jeweils wieder ein Gotteswort und am sechsten Tag sind es auch wieder 2 Gottesworte, die etwas in Erscheinung rufen, aber an diesem sechsten Tag kommen dann noch 2 weitere Gottesworte dieser Art hinzu, die dann nicht mehr in dem Sinne eine Erscheinung hervorrufen, wie es bei den 8 vorherigen war, sondern dann ist es eine Art Befehl Gottes. Also das ist dann einmal das seid fruchtbar und mehret euch als erstes Gebot sozusagen an die Schöpfung. Und das 10. Gotteswort ist dann, dass ich gebe euch die Pflanzen, das Grüne als Nahrung und so weiter, die Früchte der Bäume und für die Menschen und für die Tiere das Kraut des Feldes und so weiter. So, das sind insgesamt an diesen 6 Tagen dann 10 Konkretisierungen dieser Schöpfung in Form dieser Worte Gottes anzutreffen. Da gibt es dann auch solche Bezüge wie, dass die 6 Tage, die Sechsheit eher so die abstrakte Grundkonstitution sind und diese 10 Worte dann die konkreten Ausgestaltungen dieser Grundstruktur und die 6 und die 10 stehen in einem Verhältnis zur Zahl 3 und zur Zahl 4, in dem nämlich die 3 die Zahl des männlichen Prinzips, des himmlischen Prinzips und dadurch eher des geistigen und abstrakteren. Diese Zahl 3 ist in der Entfaltung die 6, also die 3 plus 2 plus 1, das ist gleich 6. Dagegen die 4, die Zahl des weiblichen Prinzips, die Zahl der konkreten Erscheinung, der Erscheinung überhaupt, des Irdischen damit auch, das ist dann eben in der Entfaltung die 10. 4 plus 3 plus 2 plus 1, das ist 10. So, also diese ganzen Grundideen, was es mit den Zahlen auf sich hat, finden sich also wirklich ganz spezifisch und detailliert schon in diesem Schöpfungsbericht wieder. Da sei auch mal wieder verwiesen auf insbesondere von Weinreb, das Grundlagenwerk Schöpfung im Wort oder in der etwas reduzierten, also in der sehr stark reduzierten Einführungsversion, also da sind viele Teile von Schöpfung im Wort mitverarbeitet, aber eben sehr viel mehr auf die Grundlagen reduziert, heißt Zahl, Zeichen, Wort. Also das ist wirklich nur so ein sehr dünnes Büchlein, während Schöpfung im Wort ein richtig massives Werk ist, was wirklich die ganze Tora-Geschichte, also den ganzen Narrativ der 5 Bücher Mose, natürlich nicht in aller Ausführlichkeit, aber in sehr, sehr vielen, auch sehr tiefgehenden Grundideen ausarbeitet. Und dieses Zahlzeichenwort, da geht es wirklich noch viel mehr um diese Struktur der Zahlen, wie sie in der Bibel als Gestaltungsprinzip aufzufinden sind, wenn man eben mit diesem von der jüdischen Überlieferung uns geschenkten Wissen da herangeht. Und ja, also wer wirklich in diese Details einsteigen will, der muss früher oder später anfangen auch zu lesen, weil oder zumindest von Weinreb sich die Vorträge, die ja alle bei Dieter Mjunske, vielen, vielen Dank für ihn, der dieses wunderbare Gesamtwerk von Weinreb einfach zu seinen eigenen Unkosten sozusagen frei uns zur Verfügung stellt. Also auf ihn sei verwiesen, auf diese Seite weinrebtonarchiv.de. Dort ist eben alles von Weinreb enthalten. Da ist dann eher das Problem, dass es so viel ist, dass es schwer ist, überhaupt erstmal den Einstieg zu finden. Aber wie schon mal in Bezug auf den Gang durchs Schilfmeer, wo sich die Wasser spalten, erzählt. Wenn man das Vertrauen hat, dann wird sich diese
schiere Übermacht an Wasser schon spalten und man wird seinen je ganz individuellen Weg durch diese Massen finden, gezeigt bekommen. Und die Offenbarungen, die sich einem da darbieten, sind nicht einmal von den großen Propheten übertroffen, wie es dann gesagt wird. Gut, also zurück zu den sieben Sphirot, den 7 Tagen der Schöpfung, den 10 Schöpfungsworten, wie sie verteilt sind auf diese 7 Schöpfungstage bzw. 6 Schöpfungstage. Also wenn man einfach mal schon diesen Schöpfungsbericht noch einmal vor diesem Hintergrund liest, wird man schon diesen Sephirot auch ein bisschen mehr Farbe und Klang und Fülle geben können. Das sei vielleicht einfach an dieser Stelle mal, ich will nicht sagen vorausgesetzt, aber empfohlen. Dann eine weitere Siebenheit sind zum Beispiel die Planeten. Das mag jetzt auch erstmal seltsam erscheinen. Man denkt oft bei Planeten eher an so ganz unbiblische Traditionen, Astrologie, Esoterik und dergleichen. Aber auch in der jüdischen Überlieferung ist die Astrologie durchaus behandelt worden und wird behandelt, jedoch eben in einem ganz anderen Sinne, mit einer ganz anderen Herangehensweise, mit ganz anderen Zielsetzungen, als es in dem, was dann als die babylonische Astrologie bezeichnet wird, was eigentlich mehr oder weniger unsere heute bekannte Möchtegern-Astrologie, sage ich mal, ist. Also in der hebräischen Herangehensweise ist es ganz anders von der Zielrichtung her. Wer dazu sich ausführlich informieren will, sei auf Weinribs Buch zu dem Thema oder seine Vorträge verwiesen, das Buch Astrologie in der jüdischen Mystik. Eine englische Zusammenfassung mit noch der ein oder anderen Ergänzungen aus anderen Weinreb-Schriften und Vorträgen und auch anderen Einflüssen ist auch auf latalmidim.net zu finden, Hebrew Astrology. Mehr sollte jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht auf diese Thematik eingegangen werden. Wenn wir nochmal zu den einzelnen 7 Ziffern kommen, kann sein, dass hier und da auch nochmal diese Planeten herangezogen werden, aber im Großen und Ganzen würde das jetzt zumindest hier in dieser kurzen Einführung das Thema etwas zu weit öffnen und da schon besagtes Buch auch verfügbar ist, sei einfach nur darauf verwiesen. Wozu wir noch ein bisschen mehr vielleicht jetzt in diesem Einführungsmonolog sagen können, sind 2, 3 weitere Siebenheiten und die wären einmal die 7 Pflanzen oder Gewächse des gelobten Landes, wie sie in 5. Buch Mose Kapitel 8 Vers 8 aufgezählt werden und eben auch in der jüdischen Überlieferung sehr hervorgehoben als diese 7 Arten des gelobten Landes bekannt sind oder die 7 Prinzipien des Wachstums, wenn man es etwas mystischer verstehen will. Diese Siebenheit also, dann die 7 Metalle, wie sie vielleicht jemanden, der sich mit der Alchemie befasst hat, schon ein Begriff sein könnten. Da könnten wir vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, weniger wahrscheinlich, aber mal schauen. Und ganz wichtig, was vielleicht auch nochmal sehr viel an Farbe und Persönlichkeit wortwörtlich diesen 7 Ziffern gibt, sind die 7 zugeordneten Patriarchen, also die 7 biblischen Figuren und deren Geschichten, deren Narrative, die, wobei nicht nur die einzelnen Figuren, die dann genannt werden, zu sehen sind, sondern die gesamte Geschichte eben wirklich. Also wenn gesagt wird, als Beispiel bei der ersten Ziffer, bei der Chesed, ist es Abraham, der genannt wird, da ist er nicht nur er selbst mit gemeint, sondern auch die, sagen wir mal, seine Schatten, also sozusagen die Menschen, mit denen er konfrontiert ist in seiner Geschichte, auch seine Feinde zum Beispiel, also auch Nimrod ganz insbesondere, also der böse König, der Abraham die ganze Zeit nach dem Leben trachtet, insbesondere in der jüdischen Überlieferung noch sehr ausgeführt. Und bei Jakob zum Beispiel, der ist bei der dritten Sphira, bei Tiferet, da ist ganz stark auch noch sein Zwillingsbruder mit dabei, also Esau, da haben wir auch schon was zu gesagt, dass diese beiden eigentlich auch eine Einheit bilden, eben 2 Seiten des Menschenwesens überhaupt verkörpern. Und so ist es eben bei allen diesen 7 Figuren, dass nicht nur die Figur selbst damit gemeint ist, sie nur sozusagen die
reinste Essenz ist und das vielleicht das Zentrum, könnte man sagen, aber um dieses Zentrum herum sich eben diese ganze Geschichte der Figur legt, mit allen hellen und dunklen Aspekten auch. Fangen wir also nochmal an mit den Metallen. Da wir können vielleicht den jeweiligen Planeten zumindest nochmal kurz dazu erwähnen, auch wenn wir nicht mehr dazu sagen wollen, aber manchmal ist da ein schöner Bezug deutlich zu sehen. Zum Beispiel der erste Chesed ist der Planet Sonne und das Metall Gold. Also da ist, denke ich, den meisten der Bezug einleuchtend. Das hebräische Wort für den Planeten ist, es gibt zwei Worte, zwei wichtige Worte, einmal Shemesh und einmal Chama. Und Shemesh ist, würde ich sagen, das etwas gängigere Wort, während Chama so ein bisschen poetischer, vielleicht auch neuer, wenn man es historisch betrachtet, neuzeitlicher ist. Jedenfalls Shemesh ist auch Shamesh oder Shamash, das ist der Diener. Und es, also es ist das Dienen, also zum Beispiel ein bestimmter Leuchter am Chanukka-Leuchter, also einer von den, ein Chanukka-Leuchter von dem Fest Chanukka, hat acht Hauptlichter, die wirklich die Symbolik erfüllen, denn es geht ja um 8 Tage bei diesem Fest und um das Öl, das für 8 Tage gereicht hat. Also jeder mag es selber nachlesen, wenn es interessiert und der es jetzt nicht schon weiß. Und dann gibt es noch einen neunten in der Mitte, von dem immer das Licht genommen wird, mit dem dann die anderen angezündet werden, je nach Tag, so und so viele. Und dieser mittlere wird deswegen der Diener genannt, der Shamesh. Und genauso wird auch überhaupt ein Diener, ich glaube zum Beispiel auch das Wort für einen Synagogendiener, also in den jüdischen Bet- und Lerngemeinschaften, sowas wie eine Art Hausmeister, ganz profan ausgedrückt, wird dann auch mit einem Wort von dieser Wurzel bezeichnet. Jedenfalls, dass die Sonne auch mit diesem Shemesh bezeichnet wird, kann man eben so verstehen, dass die Sonne ihre Kraft und Macht nicht dafür einsetzt, dass sie tut, was sie will, sozusagen, sondern sie folgt immer der ihr gebotenen Bahn und gerade dadurch erfüllt sie ihre glorreiche, strahlende Aufgabe, den Tag zu erleuchten, die ganze Schöpfung, die ganze Welt, die Erde zu erleuchten. Und so ist eben die Shemesh trotz ihrer gleißenden Helligkeit und Kraft und Macht, die ihr gegeben ist, so demütig und dienstbar, dass sie eben immer ihrem gebotenen Gang folgt. Und deswegen ist sie der Diener überhaupt, der Shemesh am Himmelszelt sozusagen. Da wird dann zum Beispiel auch der Bezug zu Simson, also Shimshon, gemacht, dessen Name eben von diesem Wort Shemesh abgeleitet ist. Und ja auch mit seinen langen Haaren, der Geschichte mit einem Löwen, ein Löwe ja auch mit der Sonne immer assoziiert, auch das Tierkreiszeichen des Löwen zum Beispiel, die Mähne, die Strahlen der Sonne und so, das sind ja alles so archetypische Verknüpfungen. Und dieser Simson hat eben die. Das tragische Schicksal, dass er am Ende nur in Anführungszeichen als eine Art Selbstmordattentäter zum Guten etwas bewirkt. Also er stirbt dann selbst, er zerstört sich selbst. Denn, so sagt man, er hat eben es nicht geschafft, diese Rolle, seine große Kraft, die ihm durch seine langen Haare, durch diese Weihung als ein Nasir, als ein Geweihter des Herrn, diese große Kraft, die ihm da geschenkt war, anvertraut war, die hat er allzu sehr in seine eigenen Dienste gestellt. Er ist also wie die Sonne, die ihre Bahn verlässt und tut, was sie will. Das richtet dann eben Unordnung, Katastrophen sogar an, auf der Erde, für die Erde. Und so ist eben auch Simson oft gewissermaßen am Straucheln oder zumindest krumme Wege gehen und nicht diese schöne, harmonische, gerundete Bahn am Firmament ziehend, wie es der Sonne eigentlich bestimmt ist, sondern er ist diese verunglückende Seite des Sonnentums sozusagen. Aber die wahre Shemesh, die Sonne, ist eben der Diener und folgt einfach dem, was ihr aufgetragen ist.
Das andere Wort Chama ist von der Hitze abgeleitet. Das Wort Hitze hat noch viele andere Konnotationen, die jetzt auch ein bisschen zu weit führen würden und auch nicht so sehr direkt auf dieses Thema vielleicht abzielen. Vielleicht nur angemerkt, der Sohn Cham, also Ham meistens übersetzt im Deutschen, der eine von den drei Söhnen Noachs, der Stammvater der Chamiten, also der Afrikaner, wie man dann so sagt, von dem dann auch Kanaan abstammt, von dem Mizraim, also Ägypten abstammt, der ist eben auch mit dieser Hitze, der Hitze der Sonne, mit der Chama assoziiert. Chama wird gelegentlich aber auch als Wort für Zorn benutzt, also das erregt, erhitzt sein des Gemütes, was sich eben auch in Zorn ausdrückt. Aber auch die erotische, geschlechtliche Hitze, Erregung wird gelegentlich jedenfalls mit diesem Wort assoziiert. Da können wir vielleicht dann mal beim vierten Zeichen oder beim vierten Tag, beim vierten Planeten, bei der vierten Wachstumsart oder der vierten Frucht des Landes noch einmal was zu sagen. Oder man kann es auch jetzt schon sagen. Wir haben ja schon gesagt, die 4 ist wie die 1 noch einmal auf der etwas konkreteren Ebene oder auf der niedrigeren, tiefer gestiegenen Ebene sich reflektierend. Also man sagt ja auch, das Urlicht des ersten Tages, was eben in diesem Gold als Metall und der Sonne als einer der 7 Himmelskörpern sich ausdrückt, dieses Urlicht des ersten Tages taucht dann wieder am vierten Tag auf, zersplittert aber nun in die vielen Lichter, in die Lichter der tatsächlichen, dann auch materiellen Himmelskörper. Natürlich, wenn man von den 7 symbolischen Himmelskörpern spricht, sollen die nicht verwechselt werden mit dem, was man wirklich mit unseren physischen Augen am Himmel sieht. Das sind nur äußerliche Schalen sozusagen, die etwas zwar natürlich damit zu tun haben, aber nicht die Himmelskörper sind, die im Mythos gemeint sind. Und so ist eben dann auch das Licht des vierten Tages, das sind dann schon das zersplitterte Urlicht in diesen mythischen Himmelskörpern. Auch das sind immer noch nicht die Himmelskörper unserer Zeit, denn wir sind nicht am vierten Tag, sondern wir sind der siebte Tag oder wir sind hier in diesen siebten Tag der äußeren Welt gestellt. Also da, wo sich sowieso alle 6 vorhergehenden Tage drin noch einmal konzentrieren und gemeinsam präsent sind, dort haben wir dann sozusagen schon die Abschattung der Abschattung des Urlichtes vom ersten Tages, als auch das Licht, was hier uns ganz physisch erscheint, sei es im Sinne der Sonne, des Mondes und der Sterne, sei es aber auch dann im Sinne von Feuer und von heutzutage elektrischem Licht und so weiter. Alles Abschattungen von Abschattungen schon. Und wo das wirkliche Urlicht ist, so wird dann gesagt, das findet sich im Mark der Dinge, also im Knochenmark zum Beispiel des Menschen, der menschlichen Knochen, des Skelettes. Auch das Hirn ist ja gewissermaßen aus Mark oder mit Mark erfüllt. Also das Allerinnerste unseres Selbstes, da ist auch dieses Urlicht vorhanden. Und das ist nicht nur auf den Menschen bezogen, sondern auf alle Schöpfung. Dieses Urlicht zersplittert in diese Welt hinein als die Funken. Nizuz wird es dann auch mit einem Wort aus der eher aramäischen späteren Überlieferung, also der eher mystischeren Ausprägung der Überlieferung im Judentum. Nizuz wird es genannt als dieser Funke, der in allem enthalten ist, dieser Funke des göttlichen Lichtes, der dann eben von den Tzaddikim, von den Gerechten oder den Bewährten befreit wird und emporgehoben wird, zurückgebracht wird zur Quelle. Und das ist eigentlich auch überhaupt das Ganze, was der Mensch tut hier in diesem Leben. Das ist seine Aufgabe, alles in der Schöpfung mit sich selbst, durch sich selbst zurückzubringen, indem er es aufnimmt in der großen Mahlzeit des Lebens, dieser Mishteh oder Seudah, verschiedene Worte, zu denen auch schon mal was gesagt wurde, es aufnimmt, in sich verdaut und durch sich selbst dann, indem er selbst aufsteigt, zurückkehrt, sich umdreht, umkehrt und zurück in seine Heimat, gen Himmel kehrt. Und da bringt er alles mit, was er in sich aufgenommen hat. Und eben auch diese Funken, die er dadurch befreit aus den Schalen, in denen sie gefangen sind, in die sie hinein zersplittert worden sind. Und wenn dann gesagt wird, dass dieses Urlicht im Mark der Knochen zu finden ist oder eingeschlossen ist darin, dann schwingt da auch das Wort für den Knochen eben mit Azem auf Hebräisch, Azem mit Ein Tzadimem geschrieben. Und das ist
auch das Selbst, also zum Beispiel die Formulierung, sich selbst etwas tun, ist immer Atmo, sein Knochen, wortwörtlich eigentlich. Etzem, Etzmo, sein Knochen, sich selbst. Etzem, der Knochen, das Selbst. Eben dieses innerste Gerüst des menschlichen Körpers drückt eben auch aus, dieses innerste des menschlichen Wesens, das Selbst. Und in diesem Selbst noch einmal im Innersten des Innersten sozusagen, da ist dann auch eingeschlossen und eben gefangen in gewissem Sinne auch dieses Urlicht, dieser Funken des Urlichtes, der in aller Schöpfung begraben liegt, könnte man sagen. Aber ohne diese Funken könnte eben auch nichts bestehen, nichts existieren hier in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Also da dieser Bezug von dem Urlicht des ersten Tages zum vierten Tag, wo es dann zersplittert, in die Schöpfung gegossen wird, gegossen ist. Aber wir kamen darauf eigentlich von dem Wort für Sonne, Chama, was auch mit dieser geschlechtlich erotischen Erhitzungsempfindung, sagen wir mal, zu tun hat. Nämlich am vierten Tag als Frucht wird die Feige genannt, Ta'an. Und dieses Ta'an ist auch der Stamm für ein Wort, was eben auch ein anderer Begriff für diese geschlechtliche Erregung ist oder beziehungsweise konkreter, gerade im tierischen Bereich, für die Brunftzeit, also die fruchtbaren Perioden im Lebenszyklus, zum Beispiel ich glaube, an einer Stelle in irgendeinem, ich weiß nicht, ich nehme an, Prophetenbuch wird explizit, glaube ich, der Wildesel oder eine Eselsart mit genau diesem Wort im Hebräischen assoziiert, so nach dem Motto, wie die Rufe des Wildesels in seiner Brunftzeit oder wie dieses, ich bin kein Experte für diese biologischen Fachtermini, weder im Deutschen noch in irgendeiner anderen Sprache, aber man weiß, was gemeint ist, also diese Zeit der Fruchtbarkeit und das damit einhergehende Aufgewühltsein des physischen Organismus eben, was sich auch in dieser Erhitzungsempfindung ausdrückt. Also da haben wir auch diese Ta'an, die Feige, den Feigenbaum als die niedere Widerspiegelung dieses Ersten. Der Feigenbaum wird dann auch als der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gedeutet, weswegen ja dann auch die Menschen, wenn sie sich beginnen zu schämen für ihre Nacktheit aufgrund ihrer nun geöffneten Augen durch die Frucht dieses Baumes, und dass sie sich dann mit der Frucht genau dieses Baumes oder mit den Blättern, besser gesagt, dieser Frucht, mit den Feigenblättern eben, den sprichwörtlich gewordenen, zu bedecken, zu bekleiden, versuchen. Und dieser vierte Baum, diese vierte Frucht, also auch schon eine Art Abschattung des ersten Tages und ersten Fruchtausdruckes auch in dieser Aufzählung in Deuteronomium 8,8, ist eben an erster Stelle der Weizen. Also damit fängt die Reihe der sieben Wachstumsarten oder Prinzipien des Wachsens in dieser Welt an. Die können wir auch kurz aufzählen schon mal. Erstens der Weizen, also an der Stelle von Chesed. Dann zweitens Gevurah, die Gerste, also die etwas ärmlichere Getreidesorte gegenüber dem Weizen. Man sagt dann auch, der Weizen, der ist für den Menschen die Nahrung. Die Gerste ist für die Tiere die Nahrung. Oder im übertragenen Sinne, der Weizen ist für die Seele und für den Geist die Nahrung und die Gerste ist für den Körper die Nahrung. Und dann die dritte Wachstumsart ist dann der Weinstock. Also Geffen ist der Weinstock und dann die ganzen Wörter, die damit zu tun haben, die Traube, der Weinberg, Kerem, der Karmel. Wird dann auch als Weinberg Gottes, also als Kerem El gedeutet zum Beispiel. Israel wird ja auch mit einem Weinberg verglichen in einem Lied, ich glaube bei Jesaja ist es. Und diese Dreiheit, also der Wein, der Weinstock, der Wein selbst natürlich als Saft dieser Frucht, auch etwas ganz Besonderes. Auch da zeigt sich so eine Doppelseitigkeit, eine Ambivalenz, wie immer sich eine Ambivalenz oder eine Zwillingshaftigkeit in jedem Dritten in einer Reihe zeigt, sei es im Sinne, dass da der Jakob auch den Zwillingsbruder Esau hat, der an dieser Stelle steht, sei es beim Wein, die Möglichkeit, wie es oft gesagt wird,
das Herz zu erfreuen, also der Wein, der das Herz fröhlich macht, der eben auch im Kiddusch geheiligt wird. Also zum Beispiel beim Beginn des Sabbat wird der Kiddusch gemacht, gesprochen, da wird Wein getrunken und der Wein wird eben gerade geheiligt und nicht, und das ist die andere Seite des Weines, zum Rausch, zum sich berauschen benutzt, missbraucht sozusagen. Also da auch der Wein, diese zwei Möglichkeiten, die einem angeboten sind, wie es dann eben auch mit den zwei Bäumen ist. Und die zwei Bäume stehen eben auch an diesem dritten Tag. Und diese Dreiheit spiegelt sich ja dann eben nochmal auf der tieferen Ebene als der sechste Tag wieder. Und auch dieser sechste Tag ist eben von einer gewissen Zweiheit geprägt. Dazu kommen wir dann noch. Nach der dritten Frucht, diesem Weinstock oder Weinberg und der Weinfrucht, der Traube, also kommt dann als viertes eben der Feigenbaum, habe ich schon gesagt, der auch in gewissem Sinne auf Israel symbolisch bezogen wird. Gerade im christlichen Bereich wird es dann manchmal fast schon zu eindimensional, als der Feigenbaum steht für Israel und für nichts anderes. So ganz so einfach kann man es vielleicht nicht sagen, aber es ist ein Bezug durchaus da. Es gibt dieses Gleichnis von den Körben voller Feigen mit guten und mit schlechten bei den Propheten. Jeremia ist es, glaube ich, wo dann gesagt wird, die guten Feigen sind die, die mit in die Verbannung gezogen sind nach Babylon, die sozusagen mit geläutert werden und dadurch sich bewähren können und dann auch zurückkehren können als die Bewährten. Aber die, die nicht mit in die Verbannung gezogen sind, das sind die schlechten Feigen, die so schlecht sind, so voller Schlechtigkeit, dass sie überhaupt nicht mehr genießbar sind. Also die Formulierung ist ja schon sehr eindeutig an dieser Stelle. Weil die, die niemals diesen Gang in die Verbannung und dieses Bewährtwerden durch die Prüfung durchgemacht haben, die können eben ihre Aufgaben nicht erfüllen. So wie eben Adam seine Aufgaben niemals wird erfüllen können, wenn er nicht diesen Gang in den Fall hinein durchmacht und wieder zurückkehrt. Natürlich muss er schon zurückkehren, sonst geht er verloren und dann ist auch nichts gut. Aber der nie diesen Weg überhaupt gewagt hat, also sozusagen immer brav im Garten Eden bleibt, niemals von der Schlange ins Gespräch gezogen wird und dadurch diese lange Reise beginnt, der kann nicht die ganze Schöpfung durch sich durch zurückführen, denn er ist noch zu sehr auf sich selbst begrenzt, sozusagen. Aber um nochmal so ein bisschen diese Auflistung erstmal zu vervollständigen, wir hatten jetzt von den Planeten und den Metallen bisher nur das erste angesprochen und sind schon wieder weit abgeschweift, also vielleicht nochmal kurz dahin zurück. Bei der zweiten Sphira, also bei der Gvira, auch dem Din, dem Gericht, der Strenge, der Stärke, dort haben wir dann das Silber gegenüber dem Gold auf der rechten Seite, links das Silber. Zu Gold und Silber wurde ja auch schon einiges gesagt, das kann hier vielleicht ein bisschen vorausgesetzt werden. Der Planet, der nun dem Silber zugeordnet ist, wen überrascht es, ist dann der Mond. Der Mond wie das reflektierende, schwächere Licht, was aber in der Nacht dafür leuchtet, gegenüber der Sonne des Tages. Und der Mond hat eben dadurch auch einen engen Bezug zu dieser Nachtwelt, in der wir leben sozusagen. Wir leben in der Nachthälfte gewissermaßen. Denn hier ist das Prinzip der Veränderung. Also der Mond verändert seine Form. Er ist mal voll, mal ist er abnehmend, bis er gar nicht mehr zu sehen ist. Dann kommt er wieder, ist dann zunehmend, bis er wieder voll ist. Und so ist es immer dieser Zyklus. Nachher unsere. Also nicht unsere im römischen Kalender, aber eigentlich im Prinzip die Monate eingeteilt sind. Das Wort Monat kommt ja vom Mond ursprünglich, in eigentlich jeder Sprache, die mir jedenfalls bekannt ist. Im Hebräischen das Wort für Monat ist einfach die Erneuerung, Chodesh, Chodesh, also das, was sich immer wieder erneuert und dadurch eben immer im Wandel begriffen ist, in der Verwandlung. Das ist eben diese Nachtwelt, die Zeitwelt, die Welt von Zeit und Raum, in der wir hier leben. Das ist eben von dieser linken Säule die Welt, die Wasserwelt auch, die Zeitwelt, die irdische Seite der Schöpfung. Während also die Sonne dem Prinzip nach immer die gleiche strahlende, hell, gleißend, leuchtende Pracht zeigt, verkörpert, wie es eben die Ewigkeit ist,
So ist der Mond mit seinem Wechsel, mit seiner wechselnden Form, mit seinen Kreisläufen, die er sehr deutlich damit angibt. Gerade hier diese Versinnbildlichung des zeitlichen, der zeitlichen Welt. Und das Silber eben auch deswegen das irdischere Metall gegenüber dem Gold, was vielmehr für Bewusstsein und das Geistige auch steht. Eben deswegen auch das Endziel des alchemistischen Transmutationsprozesses vom Unbewusstesten, dem Blei in dieser Symbolik, zu dem wir dann am siebten Tag noch einmal kommen werden, hin zum Gold. Und das eben durch diese ganzen Zwischenstufen. Und das Silber eben die letzte Stufe vor dem Erreichen des Höhepunktes, des Goldes, dieses Urlichtes, für das es steht. Silber also bei der Gewürah beim zweiten Tag. Dann am dritten Tag, wo wir schon vieles auch zu gesagt haben, der Zwillingstag, Jakob, Esau, der Weinstock mit seinen Heiligung oder Rausch, mit der Alternative. An diesem dritten Tag auch die zwei Bäume werden erschaffen, weil die ganze Pflanzenwelt erschaffen wird. An diesem dritten Tag aber auch, bevor die Pflanzenwelt geschaffen wird, mit dem zweiten Gotteswort an diesem Tag, ist schon das erste Gotteswort an diesem Tag. Und das ist die Also, es sammeln sich, es mögen sammeln sich die Wasser an einem, die Wasser, die unter dem Himmel sind, an einem Ort, Makom Echad, damit sichtbar werde die Yabasha, das Trockene, also damit die Erde sichtbar wird, auf welcher dann auch die Pflanzen hervorsprießen können. Also zuerst wird diese Trennung hier geschaffen zwischen dem Wasser und dem festen Grund, dem Erden, also dem Trockenen. Man könnte auch sagen, zwischen dem zeitlichen Erleben und dem ewigen Erleben. Gibt es auch viele Bezüge natürlich auch zu sehr viel tieferen, mystischeren Auslegungen. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, die Symbolik des Marmors hat damit zu tun, mit einer bestimmten Erzählung von einer Stufe, wenn man durch die Hallen der Himmel schreitet, wo man dann an eine Stelle kommt, wo Marmorsäulen sich zeigen und man gewarnt wird, nun soll man nicht sagen, Wasser, Wasser, denn dann kommen die Engel und steinigen einen. Und gerade diese paradoxe Situation, dass man Wasser sieht, aber nichts davon sagen soll, man soll es nicht als Wasser sehen. Der Marmor drückt eben auch das aus, indem er dieses Muster hat wie Wellenform von Wasser, aber Marmor ist eben Stein, erstarrtes. Und das ist eben auch diese Doppelheit. Ja, Wasser ist da, aber eben doch nicht. Es gibt die unteren und es gibt die oberen Wasser. Die unteren Wasser ist unsere Zeiterlebnisweise. Die oberen Wasser ist die Zeit des Himmels, auch die Zeit, wie sie in der Bibel beschrieben wird, die eben nicht einfach übertragbar ist auf das, was wir hier als unsere lineare Zeit wahrnehmen und verstehen. Und das Durchmischen von diesen zwei Zeitbegriffen ist sehr gefährlich, fatal und bringt einen eben in die gefährliche Situation, dass man, wenn man diesen Gang in die Himmel antritt, also in diesen immer tieferen Vordringen in die mystischen Dimensionen, einerseits der Bibel ganz handfest, andererseits aber auch überhaupt der Schöpfung insgesamt, an diesem Punkt dann, wo man sagt, wo der Übergang vom sechsten in den siebten Himmel, da ist dann eben diese Gefahr, wenn man da nicht diese klare Unterscheidung hat, beziehungsweise es schafft, diesen Widerspruch in sich zwar aufrecht zu erhalten als ein Spannungsverhältnis, aber trotzdem davon nicht beeinträchtigt zu werden, also das zwar nicht aufzulösen, aber dennoch als Harmonie zu empfinden und emporzuheben, sozusagen wie so die Hegelsche dreifache Aufhebung, das Hinaufheben eben und sich nicht gegenseitig aufheben und vernichten, sondern Wasser hier, Wasser dort, ja, beide Wasser, aber eben gar keine Wasser, sondern Ewigkeit, gar keine Zeit, Ewigkeit, kein Vergehen, bestehen bleiben. Marmor, und das Wort, es gibt verschiedene Worte für Marmor. An der Stelle dann insbesondere der Aspekt von Shesh, 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 also Shish auch. Shin, J, Shin geschrieben, wieder viel zu viele Bezüge. In dem angesprochenen Büchlein auf Englisch, Hebrew Astrology, gibt es ein bisschen dazu, eine Art Zusammenfassung von wenigen Randaspekten zumindest, was so in der tieferen mystischen Überlieferung dazu gesagt wird.
mit Bezug zu den Gottesnamen Adonai und dem HaYeh, also dem YHWH, die der eine beginnt mit einem J, der andere endet mit einem J, sowie Shai-Yesh als Zusammenziehung von zwei Wörtern verstanden werden kann. Shai und Yesh. Yesh fängt an mit dem J, Shai endet mit dem J. Yesh ist das Existieren, die Existenz. Also sag mal bis im modernen Ivrit, im modernen Hebräisch, Yesh, es gibt. Und Shai ist ein Wort für Geschenk. Und dann sagt man Yesh, sozusagen ganz oben in diesem Sephirot-Baum, also noch höher als die sieben, also ganz oben wirklich die Keter, die Krone. Und Shai ist ganz unten, Malchut, aber beides verbindet sich wieder. Man sagt bei Malchut auch Keter Malchut. Das ist wieder die Rückverbindung zum Allerhöchsten, zu dem, was noch ganz weit jenseits dieser Siebenheit steht, noch im Ursprung, wirklich im völlig Jenseitigen. Da ist die Krone Keter und Malchut, obwohl es die niederste aller Welten ist, die dichteste, die materiellste, schwerste, härteste Welt, es ist doch die einzige, die wieder den Bogen spannt, zurück zum Ursprung und die dadurch alles wieder mit dem Ursprung verbindet. Also auch das, was sozusagen bis dahin gewesen ist im Abstieg, erst wenn dieser Abstieg bis ganz nach unten, bis in Malchut getan wird, eben wie die Schrina, die auch dort angesiedelt dann wird, hinabsteigt bis zu uns hinab in diese festeste Wirklichkeit, erst dann kann wieder die Rückverbindung geschehen. Und so eben dieses Geschenk, was Malchut ist, Shai, das Geschenk, da wo das J am Ende steht, wie bei Adonai, also die Art, Gott anzusprechen, wie wir hier in der Welt sind. Hier können wir nicht den wahren Namen Gottes, den mit den vier Buchstaben, aussprechen und sagen immer dort, wo er eigentlich steht in der Schrift, Adonai. Also zumindest in dem innigen Gebet sagen wir Adonai. Wenn wir so drüber reden, ist es eigentlich nicht mal mehr angemessen. Dann ist auch das schon zu heilig. Sogar ich tue hier, wenn ich überhaupt dieses Wort Adonai ausspreche, in so einem YouTube-Video, das würde ein Jude, der wirklich noch in dieser Tradition verwurzelt ist, gar nicht übers Herz bringen, sozusagen, nicht über die Lippen bringen. Ja, ich kann nur in meiner Schande darauf verweisen, dass ich eben nicht in dieser Tradition verwurzelt bin. Sie wurde mir zwar im Laufe meines Lebens näher gebracht, ich fühle mich da sehr, sehr wohl und auch zu Hause bis zu einem gewissen Grad, aber ich werde eben niemals diese Innigkeit mit diesen Bräuchen mein nennen können, wie es einem wirklichen Jeden, also wirklich der diesem Namen noch alle Ehre erweist, geschenkt ist vom Schicksal. Deswegen kann ich nur auf die Gnade auch dieser Menschen hoffen, mir das zu vergeben, dass ich hier dieses Wort Adonai benutze, weil ich nicht anders weiß, immer diese Unterschiede klar zu machen, die eben vorhanden sind. Und eigentlich sollte man immer nur Hashem sagen, wenn es in diesem erklärerischen, in gewissem Sinne eben profanen Gebrauch stattfindet. Und Adonai ist schon etwas sehr Inniges, mein Herr, meine Grundlage. Ist eigentlich nur dem Gebet in der stillen Kammer, im verschlossenen Raum des eigenen Herzens sozusagen angemessen wäre. Ja. Asche über mein Haupt, immer so sagen. Jedenfalls eben bei diesem Namen Adonai, das J am Ende wie bei Shai, dem Geschenk hier Malchut, dieser untersten Welt, die uns als Geschenk gegeben ist. So wie uns auch diese ganze Welt als das Königreich geschenkt werden wird zu seiner Zeit, sozusagen am Ende der Zeit, weil der Mensch eben zu diesem Königtum berufen ist und dadurch diese Welt als Geschenk, als Erbe annimmt, annehmen soll und eben hier stellvertretend herrschen soll. Und ja, deswegen so Shai, das Geschenk. Und umgedreht, Yesh ist eben das Sein selbst, das ganz oben steht, das die Quelle, aus dem sich alles speist, das gewissermaßen auch das Nichts, aus dem das alles erst hervorfließt. Und, aber das würde auch wieder jetzt hier viel zu weit führen. Und indem man es hier in so einer lapidaren Weise, wie ich es tue, erzählt, wird es eigentlich zu sehr in den Dreck gezogen. Deswegen, wen es wirklich, ich will nicht sagen interessiert, sondern fasziniert, wer wirklich sich danach sehnt, der möge sich am besten an Menschen wenden, die sehr viel tiefer in diesem
Traditionen verwurzelt sind, die auch dann in den Urtexten wirklich zu Hause sind und sie wirklich verstehen können und nicht wie ich auf Übersetzungen größtenteils angewiesen ist. Aber für einen Einstieg meinetwegen eben auch im besagten Büchlein Hebrew Astrology auf lateinmedien.net schauen, da werden dann ein paar Namen auch gesagt von den Büchern, in denen man vielleicht mehr finden könnte. Jedenfalls dieses Schisch, der Marmor, ein Symbol für diese Doppelwertigkeit, die ab einem gewissen Punkt so wichtig wird. Und andere Wörter für diesen, besser gesagt, andere Übersetzungen für Schisch von dieser Wurzel sind eben auch 6, die Zahl 6, Schisch. Also das Prinzip der Sechsheit hat eben ganz eng damit zu tun. Auch das Leinen wird Schesch genannt. Und es gibt auch andere Wörter für Leinen, Bat und Pishton zum Beispiel oder Pishtin. Ich glaube Pishton. Wobei das eher die Pflanze Flachs meint, aus der also das Leinen gewonnen wird. Und das Leinen hat eben auch eine Rolle im Priesterkleid, also im Gewand der Priester und in den Materialien für die Stiftshütte und so weiter. Also das alles auch mit diesem ganzen Komplex assoziiert, mit dem Marmor, mit der Sechsheit, mit diesem Übergang des Sechsten in den siebten Himmels, mit dem Spannungsverhältnis Ewigkeit, Zeitlichkeit, dem Ewigen, dem Vater im Himmel und der Schrina, seine Einwohnung hier unten. Also das alles, ja, man sollte es nicht zu schematisch verstehen, sondern diese Schemen nur so lange benutzen, diese Schemata, diese Schemen, ja, diese Schattenbilder, nur so lange, wie sie ein Gerüst sind, solange man es braucht. Wie ein Fahrrad mit Stützrädern möglicherweise dem einen oder anderen helfen kann, um überhaupt erst Fahrradfahren zu lernen. Aber das wirkliche Fahrradfahren ist ohne Stützräder. Das wirkliche Leben in all diesen Geschichten ist eben ohne diese Schemata und ohne diese Zeichnungen und klaren Zuordnungen. Und da wird sich das schon von selbst immer mehr eröffnen. Dann tun sich eben. Ja, dann tut sich ein lebendiges Wachstum dieser Begriffe auf, der gar nicht mehr so einfach dargestellt werden kann mit irgendwelchen Strichen und Zeichnungen, weil irgendwann die Dimensionen, die geometrischen Dimensionen nicht mehr ausreichen, um das wirklich noch in dieser Welt hier darstellen zu können. Aber so viel zu dieser ganzen Thematik. Wieder ein bisschen zum Handfesteren, eben zu den Schemata, denn das können wir hier eben noch geben und. Wer es versteht, versteht es, wie es dann oft heißt. Und der wird schon hindurchbrechen durch diese äußerlichen Gerüste und wird zum Fliegen anfangen, wo ihm die Flügel verliehen sind. Also, wir hatten die Metalle mit den Planeten jetzt, Sonne, Mond, Gold, Silber und dann eben da, wo das Dritte ist, da waren wir angekommen. Das Dritte, Jakob Esau als die Figur und der Weinstock als die Frucht und als Planet haben wir da den Mars. Können wir jetzt nicht so viel mehr zu sagen, zumindest nicht so unmittelbar. Das Metall, was da steht, ist das Eisen. Da mag jeder seine eigenen Assoziationen haben mit dem Mars, dem Krieg und auf Hebräisch heißt der Moadim, das ist mit der Kraft assoziiert, Moed, dem Vermögen. Und aber Moadim in einem Plural, man könnte auch sagen in einem Dual, Moadim, also in einer Zweiheit wiederum. Beiden Seiten und das Eisen ja auch mit seinen zwei Seiten, einerseits als Kriegswaffe, eben gerade mit dem Mars in diesem eher römisch-mythologischen Sinne assoziiert, aber Metall eben auch alle möglichen Werkzeuge, mit denen man eben schöne Kunstgegenstände zum Beispiel herstellen kann. Und jedenfalls dann als Viertes, wir haben schon gesagt, die Pflanze ist die Ta'an, die Feige, der Bezug zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Himmelskörper, der Planet an diesem vierten Tag ist Merkur. Auf Hebräisch ist das einfach nur Kochav. Kochav. Kochav ist einfach nur Stern, wortwörtlich. Also am vierten Tag, der Stern ist einfach der Stern mit dem Namen Stern, also der Planet, der Wandelstern, der einfach nur Stern genannt wird. Und da kann man halt auch sehen, dass am vierten Tag gerade, also im Schöpfungsbericht, die Sterne überhaupt geschaffen werden. Und so ist eben dieser vierte der Planeten auch der Stern überhaupt, sozusagen der Prototyp
aller Sterne, das ist Merkur. Und ja, Merkur in der Mythologie dann auch mit dem Boten, Hermes, Mercurius assoziiert, der auch mit den geflügelten Schuhen, also der ganz schnell immer schon ist. Und das sagt man auch, das ist auch mit der Erlösung assoziiert, die so schnell eilt. Wir haben schon mit dem Begriff des Hirsches gearbeitet in diesem Zusammenhang, der so schnell ist, dass er schon da ist, bevor man ihn überhaupt ersehnt hat, bevor man ihn überhaupt sieht, ist er schon wieder weg. Oder man hat ihn gesehen und da ist er schon wieder verschwunden. Und dieses Botentum ist eben das auch, was dann in der Figur dieses vierten Tages oder dieser vierten Sphira sich ausdrückt, nämlich Mose, Moshe, der ist der Bote, der auch die Erlösung bringt, für Israel vermittelt, die Erlösung aus Ägypten heraus. Dann der fünfte ist sozusagen dem gegenüber wieder die linke Seite zu der rechten Seite, Aaron, der Mose gegenüber der Verkünder ist. Mose ist zwar der, der das Wort Gottes empfängt, aber eigentlich immer, sagt man dann, wenn es steht in der Schrift, und Mose sprach zum Volk, dann heißt es eigentlich, Mose sprach es zu Aaron und Aaron verkündete es eigentlich erst zum Volk. Und Aaron ist deswegen dieser fünfte Tag auch, also die Abschattung des zweiten Tages, nur auf der niedrigeren Ebene, am fünften Tag, wo das Leben im Wasser unten und im Wasser oben, also im Himmel, also im Wasser unten die Fische und im Himmel oben die Vögel geschaffen werden, das ist dann die Konkretisierung sozusagen von dem, was am zweiten Tag passiert, wo eben diese Scheidung getan wird, diese Wand, die Rakia im Hebräischen, die das Firmament wird es auch übersetzt, aber das zusammengestampfte eigentlich, das geplättete, das eben so, ja, diese Trennwand, die dann auch selber als Himmel genannt wird, und er nannte diese Trennwand Shomaim, steht dann da, also Himmel, und darüber sind die oberen Wasser, die obere Zeit, wie wir auch schon gesagt haben, und die unteren Wasser sind eben die Wasser hier unten, erst einmal auch die Zeit hier unten, aber dann im physischen Reflex natürlich auch dann wirklich die Wasser, die Ozeane und so weiter. Da ist also das Potenzial erstmal geschaffen worden, diese beiden Wasser, und am fünften Tag wird dieses Potenzial dann mit Leben auch erfüllt, mit den Vögeln und den Fischen. Da haben wir auch schon zugesagt, oben die Neshama, der Vogel, und unten die Nefesh, die Fische. Zwischen die Luft, der Riach, das was vermittelt zwischen diesen beiden. Das ist sozusagen schon mal die Grundkonstitution des ganzen Seelischen, was dann auch im Menschen sich aufspannt zwischen Himmel und Erde sozusagen. Und so ist also der fünfte Tag gegenüber dem vierten, wie Aaron gegenüber Mose, der Verkünder gegenüber dem, der die Botschaft überhaupt erst empfängt und dann bringt. Und da sagt man auch, das ist die Berechtigung, warum es überhaupt sowas wie Astrologie geben kann. Denn das, was am vierten Tag, nun Schöpfungstag, geschaffen wird, insbesondere die Sterne, die Planeten, also Sonne, Mond und die Sterne, das ist wie Mose. Das ist das, was die Botschaft empfängt und anzeigt, ausspricht. Aber erst Aaron, also der fünfte Tag, ist es dann, was es dann auch wirklich Fleisch werden lässt und für die ganze Schöpfung oder in dem Fall für Israel verkündigt. Und dann am fünften Tag entsteht eben dann auch wirklich das Leben hier auf Erden. Also das, was sich als Leben erst einmal nur im Prinzip als die Bewegungen der Sterne am Firmament manifestiert, vierter Tag, das wird dann konkretisiert am fünften Tag als das Leben hier auf Erden. Also Aaron kann nicht sagen, was er nicht von Mose übermittelt bekommt, als das, was der Ewige ihm aufträgt. Und so bewegen sich die Sterne und die Sonne, die Schemesh, der Diener, alle, also wie die Sonne, tun es auch alle anderen Himmelskörper, immer genau die Aufträge des Ewigen ausführend, also die Bewegungen vollziehend, die sie tun sollen, die sie ausführen sollen. Und so, wie diese Bewegungen der Himmelskörper sich gestalten, dessen Widerspiegelung, Verkündigung ist dann eben auch das Leben hier auf Erden, was sich in der basalsten Form, also in der fundamentalsten Form, als eben dieses also himmlische und Meerleben, das die Vögel und die Fische zunächst ausdrückt, Aaron gegenüber Mose. Und deswegen sagt man, kann man wirklich von den Bewegungen der Sterne und den Verhältnissen zueinander der Sterne auch auf
das Konkrete hier auf Erden schließen, weil eben der vierte und der fünfte Tag in genau diesem Verhältnis stehen, wie Mose zu Aaron steht. Dass Aaron also der ist, der das Wort von Mose in sich aufnimmt und dann als Frucht hinausgibt an das Volk, kann man auch noch mal in einer Doppeldeutigkeit des Namens Aaron repräsentiert finden, nämlich von dem Wort Herajon sich ableitend, Schwangerschaft oder Hore, schwanger sein, schwanger werden. Aaron könnte man dann als Ich bin eine Schwangerschaft deuten, sagen wir mal. Übersetzen ist vielleicht eine zu starke Formulierung, aber man kann es so deuten. Aaron, ich bin eine Schwangerschaft. Man kann es aber auch von dem Wort Or für Licht ableiten, dann wäre das ungefähr sowas wie der Erleuchtete. Auch sicher keine falsche, wie immer, es gibt kein richtig und falsch in diesen Dingen. Dieses und jenes sind Worte des lebendigen Gottes. Wenn beide Deutungen aus der aufrichtigen Sehnsucht nach dem Ewigen entspringen, dann mögen sie sich hier widersprechen für unsere logischen Begreifmöglichkeiten, unsere logischen Begriffe. Aber dieses und jenes, Worte des lebendigen Gottes. Wie man dann sagt, wenn der Tischbi kommt, der Tischbiter, Elia, er wird es uns erklären, er wird es auflösen, dieses vermeintliche Spannungsverhältnis, diesen vermeintlichen Widerspruch. Ja, jetzt sind wir immerhin schon mal beim vierten und fünften Tag angekommen, haben wir die Planeten dazu jetzt auch schon gesagt, der vierte Tag, Kochav, das Quecksilber ist da das Metall dazu. Da interessanterweise, und das ist interessanterweise, da habe ich bisher kein hebräisches Wort für gefunden. Jedenfalls in der Bibel selbst scheint kein Wort für Quecksilber in dem Sinne aufzutauchen. Ich nehme an, irgendwo in der Überlieferung gibt es dann doch eins, ist es mir zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, leider. Also da kann ich kein hebräisches Wort angeben, aber das Quecksilber ist ja auch dadurch besonders, dass es zum Beispiel in der alchemistischen Symbolik so wichtig ist. Und es ist ja auch genau der Mittelschritt. Die 4 ist genau die Mitte von der Siebenheit. Also wenn vom Blei, dem untersten, dem siebtletzten, zum ersten gegangen werden soll, zum Gold, muss man über diesen Mittelpunkt insbesondere gehen. Und das ist eben dieses Quecksilber. Deswegen das als ein besonderer Agent, also Agens, ein besonderes Agens in diesem alchemistischen Transmutationsprozess. Da weiß ich erstens selbst nicht genug drüber, als dass ich da jetzt hier eine Einführung geben könnte. Und es würde auch hier ein bisschen zu weit führen. Aber nur so viel gesagt, in mancher Darstellung der Siebenheit, insbesondere bei Rudolf Steiner findet man sie, ist die 4 auch dadurch hervorgehoben, dass sie eben als das Zentrum dasjenige ist, durch das etwas immer transformiert wird. Also die 3 transformiert sich durch die 4 zu 5, so wie die 2 sich durch die 4 zu 6 transformiert und die 1 sich durch die 4 zu 7 transformiert. Das ist natürlich eine scheinbar sich widersprechende Aussage zu dieser Schematik mit den beiden Dreiecken aus 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und dann die 7 als dem unten noch einmal angefügten, worin dann alles sich zusammenfließt sozusagen. Aber wer es wirklich im Tieferen verstehen will, der muss es bei Rudolf Steiner wahrscheinlich selbst nachlesen. Aber diese Grunddynamik, eben kurz eben aufgelistet, aufgeführt, die 1 durch die 4 wird zu 7, 2 durch die 4 zu 6, 3 durch die 4 zu 5, kann jeder ja mal versuchen, zum Beispiel wenn er sich einen historischen Zeitabschnitt oder auch im eigenen Leben bestimmte Zeitabschnitte anguckt, ob er da vielleicht das Prinzip wiederfindet. Ich kann nur für mich sagen, ich habe mich nicht viel damit befasst, aber als ich es mal faszinierend fand und es ein bisschen getan habe, bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass da sehr viel dran ist. Aber auch wiederum muss ich zugeben, dass ich das jetzt lange überhaupt nicht mehr bedacht habe und nicht näher verfolgt habe. Also mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Jedenfalls diese 4 als Mittelpunkt der 7 und diesen Quecksilber in der Alchemie eben auch bekannt mit dieser hervorgehobenen Stellung. Quecksilber ja auch dieses flüchtige Metall, was schon bei ganz niedrigen Temperaturen flüssig ist, also so dieses Nicht-Greifbare ausdrückt. Hier vielleicht wieder der Bezug zu Hermes, Merkurius, seinen geflügelten Schuhen, zu dem Hirsch und dem Erlöser, der so schnell schon da ist und Mose als dem
Erlöser, überhaupt der Erlösung, die schneller da ist, die schon da ist, wenn man sie noch nicht einmal ersehnt hat. Dann kommen wir jetzt zum fünften Tag, schon viel gesagt ist, Aharon, auch der Hohepriester ist er ja. Der Hohepriester hat an seinem Gewand unter anderem Granatäpfel unten zwischen, also immer abwechselnd ein Glöckchen, ein Granatapfel an den Verzierungen seines Saumes vom Umhang sozusagen im mythischen Bild gesprochen. Und gerade der Granatapfel ist dann auch die Frucht dieses fünften Tages und drückt eben gerade dieses Leben aus, was sich auch in den Schöpfungen des fünften Tages mit den Vögeln und den Fischen zeigt. Dass also das Leben sich immer so darstellt, wie ein Granatapfel aufgebaut ist. Zusammengesetzt aus den verschiedenen Organen, den kleinen Samen, also den Kapseln mit den Samen drin. Diese roten Dinger des Granatapfels bergen in sich den Samen, sind aber selbst Fruchtfleisch, was diesen Samen wiederum umgibt. Und das ist ja auch dann das Genießbare, wenn man es isst als Frucht. Das sind also einzelne Parzellen sozusagen, die aber wiederum Gesamtheiten bilden, so wie die einzelnen Zellen im Körper sich zu Organen zusammentun und dann wieder Organe zusammen Systeme bilden, zum Beispiel die verschiedenen Verdauungsorgane, das gesamte Verdauungssystem, die verschiedenen Nerven, Zellstrukturen, also das Gehirn und das Rückenmark und so weiter, das gesamte zentrale Nervensystem bilden und so weiter. Und diese ganzen Systeme dann wiederum zusammengefügt den ganzen physischen Körper bilden. Und so wird dann auch gesagt, ist auch das Volk Israel aufgebaut, für das eben der Hohepriester gerade diese vermittelnde Funktion einnimmt, wie ein Granatapfel die verschiedenen einzelnen Gruppen und Gemeinden und Versammlungen im Haus Israel bilden dann eben durch die vermittelnde Priestertätigkeit dennoch eine große Einheit im Dienst an Gott. Jeder hat seinen eigenen Dienst, der eine macht dies, der andere macht das. Verschiedene Funktionen werden erfüllt, so wie die Organe im Körper auch eben verschiedene Funktionen erfüllen, aber erst die Gesamtheit und das harmonische Zusammenspiel, eben diese Einheit, das Eingeschlossensein in die Hülle des Granatapfels, die Einheit des Volkes Israels, das ist es dann, was die Gesamtfunktionstüchtigkeit des Leibes ausmacht. Wie auch dann Christus die Gemeinde, das Israel Gottes als den Leib und sich als das Haupt dieses Leibes sieht und empfindet und darstellt. Das Metall für diesen fünften Tag noch kurz hinterher gegeben ist das Zinn, im Hebräischen Badil, Badi oder so ähnlich, also von einer Wurzel Badal abgeleitet, Bet Dalet Lamet, die auch schon in den Schöpfungsberichten des Öfteren auftaucht, nämlich wenn Gott scheidet zwischen verschiedenen Dingen. Also das Trennen ist diese Wurzel, sodass also Badil, Zinn, irgendwas mit diesem Prinzip des Trennens, Scheidens, Unterscheidens auch zu tun hat. Und das ist ja eben auch genau das, was sich in diesem Prinzip des Granatapfels ausdrückt, indem er ein Symbol für die Compartmentalization, wie man es im Englischen sagt, also die Aufteilung in verschiedene Teilstrukturen eines Gesamtorganismus ist. Also wie das Volk Gottes mit seinen verschiedenen Diensten zu einer Einheit sich zusammenfügt und wie ein Körper mit den verschiedenen Organen und so weiter, was eben alles kurz umrissen wurde. Das ist eben sehr stark von diesem Prinzip der Spaltung geprägt, aber nicht Spaltung in diesem teuflischen, diabolischen Sinne. Auch der Teufel, vor allem im Deutschen, kommt ja von einem Wort, vermutlich, was irgendwie mit dem Entzweien zu tun hat. Diabol, Diabalein ist ja auch ein Auseinanderwerfen vom Griechischen her. Also, und das Zweifeln und die Zweiheit hat ja mit dem, eventuell zumindest mit dem Teufel auch zu tun, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls nicht diese Art von Spaltung ist bei diesem Badil gemeint und Badal, sondern wie Gott in der Schöpfung trennt, um Ordnung zu schaffen. Er trennt das Licht von der Finsternis und so entstehen erst Tag und Nacht und dieses Ordnungsschema für diese Welt. Und so ist eben auch diese Trennung in die verschiedenen Teile eines körperlichen Organismus und dergleichen. Eine harmonische Art des Aufteilens und Anordnens.
Dann kommen wir zum sechsten, dem Yesod, Yesod, dem Fundament, Josef haben wir schon genannt, das ist die Figur, die dem zugeordnet ist. Da haben wir schon sehr viel gesagt. Deswegen an dieser Stelle jedenfalls jetzt nicht so viel dazu mehr. Nur, dass noch gesagt wird, aber es wurde sogar auch schon gesagt, dass der Planet dazu die Nogar, die Venus ist, die gerade dieses Strahlen, Aufleuchten, auch Erscheinen ist. Gerade Erscheinen ist ja auch das, am sechsten Tag erscheint der Mensch in der Aufzählung der Schöpfungstaten. Und gerade das Metall dieses sechsten Tages ist nun auch noch sehr sprechend, denn es ist das Kupfer, Bronze und auf Hebräisch das Wort dafür ist Nechoshet. Nechoshet hat als Stamm Nachash. Nachash ist die Schlange. Zur Schlange haben wir schon einiges gesagt. Das ist auch mit dem Wort für Fallen, Nafal, strukturell zusammenhängt mit der Nefesh und so weiter. Nein, es wurde noch nichts zur Pflanze oder zum Wachstumsprinzip, also zur sechsten Frucht gesagt. Das ist nämlich die Olive, der Olivenbaum, die Olivenfrucht. Dazu könnte man auch sehr viel sagen. Wir werden uns hier vielleicht ein bisschen bremsen müssen. Aber so ein paar Andeutungen. Diese Frucht des sechsten Tages ist diejenige, die gepresst werden muss, um ihr Öl zu geben. Und das Öl ist ja dann das, womit der Messias, Moschiach, der Gesalbte, gesalbt ist. Und dieses Öl hat den Namen Schemen. 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 Also das Salböl ist Schemen. Und das ist wiederum von derselben Wurzel wie Schemona. Die Zahl 8, auch dazu haben wir schon manches gesagt. Der Messias wird also mit dem Salböl einer Olive gesalbt. Also der Bezug vom 8. zum 6. Tag kommt auch nochmal hier sehr schön zum Ausdruck, wie wir auch schon mal von dem Namen der Sphira, Yesod, also von dieser sechsten Sphira, geredet haben, dass es Sod erst einmal einen Bezug zur 70 vom Zahlenwert hat, als das Geheimnis, was darin steckt, die 70, der siebte Tag. Dann aber als Yesod auch wiederum die 10 hinzugefügt, die 80 ergibt, also auch schon der achte Tag damit angelegt ist sozusagen. Und dieser achte Tag eben auch der Tag des Messias, des Gesalbten ist, mit dem Schemen, diese Schmona. Und das finden wir dann auch im Neuen Testament wunderbar wieder, wo dieses ganze Geschehen der großen Tat des Messias, des ans Kreuz gehens, um dann wiederum aufzuerstehen, vollzieht sich erst einmal, wenn auch in der Bibel selbst nicht hundertprozentig eindeutig so ausgesagt. Man kann es ein bisschen berechnen, aber auch da gibt es Unschärfen auf jeden Fall. Es gibt Leute, die auch einen anderen Tag angeben, aber die Tradition des Christentums hat es natürlich ganz eindeutig auf einen Freitag gelegt, den Karfreitag, wo die Kreuzigung stattfindet. Und da ist eben auch so, dass der Messias im sogenannten Garten Gethsemane seine letzten Stunden verbringt mit seinen Jüngern, seine Abschiedsreden hält. Und dieses Gethsemane ist die griechische Umschrift, Transliteration, Transkription so ungefähr, für das hebräische Wort Gat Shmanim. Und Gat ist die Presse, das Auspressen, also Gat mit Taf, also Gimel Taf geschrieben. Und Schmanim ist eben auch von Schemen, also die Ölpresse, könnte man sagen. Also die Mehrzahl Schemenim, Schmanim, die Öle, die Presse der Öle, Gat Schmanim. Also das ist schon der Ort, wo dieses Geschehen eingeleitet wird. Und so ist dann eben auch der Messias quasi selber diese Olive, die ausgepresst wird und dann eben das Öl hervorbringt. Dieses Öl auch des Heiligen Geistes in der christlichen Deutung wird ja das Öl immer mit dem Geist assoziiert. Und es ist ja dann auch der Geist, der erst durch diese Tat Christi am Kreuz herabgesandt werden kann, im Sinne des Christentums, als das Pfingstereignis. Natürlich, wenn wir es vom gesamtbiblischen Standpunkt betrachten, ist es eigentlich nichts Neues, dass an diesem Pfingstpunkt im Jahreszyklus, also an diesem Punkt der 50, wo also gezählt wird, vom Tag der Erstlingsfrucht an, 50,
Tage, also 49 Tage, die 7 mal 7, die ganze Welt der Siebenheit sich selbst begegnet, bis sie eben ganz erfüllt ist in dieser 49. Und dann der Durchbruch da durch diese Welt der Siebenheit in aller Erfüllung, die 50 ist. Da sind wir wieder bei Joshua, dem Sohn des Nun, dieser 50 also. Und Joshua ist ja Jeshua, Jesus in der griechischen neutestamentlichen Variante. Im Alten Testament wird meist Josua als griechische Variante genannt. Also man könnte fast von mutwilliger Täuschung sprechen, aber es kann natürlich auch nicht bösartig gewesen sein. Aber so wird ein bisschen verschleiert, dass Josua und Jesus eigentlich derselbe Name im Kern sind. Also der, der dann wirklich den Durchbruch ins gelobte Land, also in diesen 8. Tag hinein bringt, eben auch dann beim Pfingsten als die Niedersendung, Herabsenden des Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leiten soll, das ist mit diesem Begriff des Jeschua assoziiert. Aber schon in der Geschichte von der Tora-Vergabe in der Wüstenwanderung ist es eben mindestens im jüdischen Brauchtum auch der 50. Tag nach diesen besagten Erstlingsfrüchten, also an Pfingsten, wo die Tora gegeben wird. Wenn man nur den Bibeltext anguckt, die mündliche Überlieferung erstmal außen vor lässt, könnte man noch sagen, es ist nicht ganz eindeutig, es ist so plus minus 2, 3 Tage, nicht klar festgelegt sozusagen, aber die Überlieferung sagt eben ganz klar, es ist genau dieser 50. Tag, als die Tora, oder besser gesagt, als die erste Offenbarung auf dem Berg Sinai, also wo die Stimme erschallt und dieses große Wunder eben sich zeigt. Das ist also auch schon ein Niedersteigen des göttlichen Geistes hier in unsere Menschenwelt hinein. Aber man könnte halt sagen, dass es damals noch nur, also wenn wir es jetzt historisch zeitlich betrachten wollen, nur dem Volk Israel, einer abgesonderten Gruppe geschenkt ist, während dann im Neuen Testament es geöffnet wird für alle Welt, für alle Heiden. Und da können wir wieder den Bezug zu dem Geschehen um das Haus Juda und das Haus Josef sehen und dem verstreut werden unter die Völker und der Wiedervereinigung, wie es die Propheten prophezeien und was das dann alles auch für die Menschenexistenz bedeutet. Also nicht in diesem historischen Sinne es nur zu sehen und damit quasi weg von sich zu schieben, sondern es ganz individuell, innig und intim auf sich selbst bezogen zu erleben zu wollen, dass eben zunächst einmal nur diese Erlösung für sich selbst, dass die innere Erlösung, das innere Erlöstsein einem geschenkt ist, dass aber letzten Endes auch das alles Körperliche mit erlöst wird, nicht nur dieses innerlich-seelische sich erlöst anfühlt, sondern auch die gesamte Existenz auch hier in dieser physischen äußeren Welt erlöst ist und dadurch auch umso mehr ausstrahlen kann, so wie eben erst nur Israel am Sinai mit diesem Geist Gottes in Form der Tora gesegnet wird und dann als das Pfingstereignis des Neuen Testamentes dieses selbe Wunder auf einer noch einmal umfassenderen Ebene, noch tiefgehender in die ganze irdische Welt hinein gegossen wird, als dieses Ausgießen des Geistes. So kann man also auch das, was erst einmal historisch erscheint, noch einmal auf die verschiedenen Schichten in einem selbst beziehen. Und so sind wir jetzt wieder ein bisschen abgeschweift von dem Öl, was eben symbolisiert ist, oder besser gesagt, was symbolisiert den Geist Gottes, wie er auf uns gegeben wird, als diese Salbung mit dem Öl auf unser Haupt. Und das eben mit diesem 6. Tag der Olive assoziiert. Aber da sagt man dann auch, am 6. Tag ist die Olive, da kann man sie ernten, da wird sie gepflückt. Und sie muss auch gepflückt werden, sonst verrottet sie, vergammelt sie, verschimmelt sie am Zweig sozusagen. Und es ist zu nichts mehr nütze. Ihre Funktion, ihren Zweck, ihre Bestimmung findet sie gerade, indem sie gepflückt wird, also abgeerntet wird, so wie auch der Weizen geschnitten wird und abgeerntet wird, zum Brot werden kann. Und wie alles hier im irdischen Erscheinende, eben diesen Gang durch den Tod, durch dieses Schwert der Todesverwandlung,
gehen muss, abgeerntet wird, um wiederum sozusagen seine wahre Bestimmung im dann nicht mehr irdischen zu finden, im Verherrlichten sozusagen, im Himmlischen, in der Heimat wieder erscheinen zu dürfen. So muss also auch diese Olive gepflückt werden am sechsten Tag und dann, so sagt man, kann sie schon gegessen werden. Dann kann das Öl auch angefangen ausgepresst zu werden, aber erst am siebten Tag ist es so weit verarbeitet, sagen wir mal, so weit, also herausgeflossen, könnte man sagen, dass es schon als Öl für eine Lampe, also als Brennstoff für einen zum Leuchten benutzt werden kann. Und so sagt man, an diesem siebten Tag kann also der sechste Tag mit seiner Frucht der Olive uns leuchten. Da kann uns schon einmal Licht gespendet werden von diesem Opfer, was am sechsten Tag quasi der Messias bringt, indem er sich selbst hingibt, gepflückt, geerntet wird, ausgepresst wird, eben ans Kreuz geschlagen wird. Und hier in dieser Welt des siebten Tages leuchtet uns dann dieses sein Öl, sein Geist den Weg, zeigt uns den Weg in dieser Dunkelheit der Nachtwelt. Aber es ist noch das, sagen wir mal, gröbere Öl, was da genutzt wird für diese Lampe. Das ist auch ein anderes Wort. Es ist nicht Schemen, sondern es ist Yitzhar. Yitzhar, genau. Also Zahar ist die Wurzel, Zadeh, He, Aresh, die dann auch sowas wie durchbrechen, aufbrechen bedeutet. Denn es ist das Öl, was direkt hervorgebrochen ist, aus der Frucht, aus dem Fruchtfleisch ausgepresst herausfließt. Und dieses Öl kann schon leuchten, es ist aber noch nicht das feinste Öl. Es gibt auch dann noch nicht das allerreinste Licht sozusagen. Es rußt noch sehr stark. Also es bringt noch sehr viel von diesem Schwarzen, Dunkeln mit in die Atmosphäre sozusagen. Und das ist also nicht das Schemen schon, noch nicht das Öl, was auch zur Salbung benutzt werden kann. Dieses ist eben auch, wie der Name Schemen schon sagt, Shemona, erst am achten Tag so weit in seiner Verarbeitung, dass es als solches funktioniert, seine Funktion erfüllen kann. Und auch das Öl für die Menorah im Heiligtum, also in der Stiftshütte und dann später im Tempel, dieses heilige Öl, das ist erst das Öl des achten Tages. Also da kann man noch nicht das grobe Öl, das Yitzhar, das gerade hervorgebrochene Öl nehmen, was an diesem siebten Tag der äußeren Welt uns schon einmal den Weg leuchtet und in dem Sinn auch schon wertzuschätzen ist. Aber das Öl, was wirklich das Heiligtum erleuchtet, das ist eben identisch mit diesem Salböl. Oder nicht identisch, es ist eigentlich auch nur ein Bestandteil des wirklichen heiligen Salböls dann, des Schemen, denn es ist noch ein bisschen mehr enthalten in diesem heiligen Salböl. Da kommt noch nicht nur das Olivenöl dazu, sondern kommen noch gewisse, noch vier bestimmte Kräuter, Salben sozusagen dazu, also Salben, Substanzen, was dann genau beschrieben ist im zweiten Buch Mose, wo es um die Priestersalbung geht und um die Herstellung des Salböls und so weiter. Es gibt einen Artikel auf lateinmedien.net, wo ein bisschen zumindest zu diesen Bestandteilen des heiligen Salböls gesagt wird. Es ist in dem Artikel Salbung und achter Tag unter der Rubrik Erbauliches. Und es basiert im Wesentlichen auf einer Predigt von Karl Hermann Kaufmann, ein Prediger sozusagen mal der freikirchlichen christlichen Kreise, evangelisches, freikirchliches Lager. Im Schwäbischen irgendwo. Es gibt ganz, ganz viele Predigten von ihm bei YouTube. Wenn man bereit ist, sich diese Art von, sagen wir mal, gewisser Dogmatik auch zu öffnen, dann kann man sehr viel gewinnen, auch über diese Dogmatik hinaus. Also diese Dogmatik seiner Richtung kann ich auch jetzt nicht irgendwie groß besonders empfehlen, aber er als Mensch hat sicherlich schon vieles im Glaubensleben erlebt und kann aus diesem reichen Erfahrungsschatz schöpfen und deswegen sind seine Predigten wirklich wertvoll und es kommt sehr viel vom Wahren, vom Ewigen einfach durch, für meine Begriffe jedenfalls. Also Karl-Hermann Kaufmann sei auch jedem mal ans Herz gelegt. Also vielleicht ist Karl-Hermann Kaufmann nicht unbedingt für Detailuntersuchungen der Tora der beste Tipp, aber so als erbauliches immer mal zwischendurch sehr zu empfehlen. Das am Rande.
Zum Öl, denke ich, haben wir fürs Erste genug gesagt. Das Salböl für den achten Tag, am siebten. Das Öl, was uns hier den Weg leuchtet. Soll jetzt zumindest noch mal ein bisschen was zum siebten Tag und zur siebten Sphira gesagt werden. Als Figur haben wir da David. Also den Geliebten Gottes, er ist ja auch der siebte der Generationenfolge seit der Offenbarung am Sinai. Und dann sein Sohn, der Sohn Davids, eben den achten Tag, das achte Prinzip sozusagen ausdrückt. Einerseits ist es natürlich im biblischen Narrativ Shlomo, Salomo, der dann auch den Tempel baut. Andererseits ist der Sohn David natürlich überhaupt der Messias und Christus, Jesus im Neuen Testament, eben auch ein Sohn Davids und der entscheidende Sohn Davids. Und dieser siebte Tag hat eben, da wurde ja wahrscheinlich schon so am meisten zugesagt, und neben dem sechsten vielleicht in den ganzen vorhergehenden Monologen. Dass wir das hier eigentlich auch nur voraussetzen wollen und nicht, zumindest in diesem ersten Monolog, nicht näher darauf eingehen wollen müssen. Aber die paar anderen Aspekte dieser siebten Sphira in der Reihe des Wachstums, in der Reihe der Planeten, in der Reihe der Metalle können zumindest mal kurz erwähnt werden. Als Metall haben wir das Blei, das wurde auch schon angesprochen, auch in seiner hebräischen Bedeutung als Oferet, hatten wir es schon mal erwähnt, nicht jetzt heute, sondern an einem anderen Anlass, nämlich dass es von der Wurzel Afar kommt, also vom Staub, dem Namen auch des vierten der mythischen Elemente, also Elemente im Sinne von Erde, Wasser, Feuer, Luft, und im Hebräischen von dem Wort Fundament, Yesod, Name der sechsten Sphira abgeleitet, sind also die Fundamente, auf denen diese Wirklichkeit aufbaut. Aber unsere physische Realität ist eigentlich nur aus diesem vierten Element aus Afar zusammengesetzt. Und deswegen auch der siebte Tag eben mit diesem Afar assoziiert, auch im Sinne eben des Bleies, des Metalles Blei Oferet. Afar, da haben wir schon gesagt, mit dem Zahlenwert 350. Und zu diesen der 3,5, der 35, das sei im Hinterkopf behalten, weil es geht ja immer um diese Stellung des Menschen hier in dieser Welt, die sich gerade in seinem Tun und Lassen an diesem siebten Tag zur Geltung bringt, sozusagen. Diese Welt des siebten Tages, eben auch die Welt, die vierte Welt, wieder paradoxerweise, nämlich in dieser Vierheit von Aulam Azilut, die erste, die ganz bei Gott noch ist, die Olam Bria, die Welt der Schöpfung, die Olam Yetzira, die Welt der Formgebung, der Formung sozusagen von Yatzer, also Yotzer ist der Töpfer zum Beispiel, und Yetzira, also vom Zar, von der Form, von der festen Form, die hier Gestalt kriegt. Aber dann, als vierte Welt ist eben die Olam Asiya. Diese Welt, in der es sich tut, die Welt des Tuns, der Tat. Und diese vierte Welt, das vierte Exil, das endgültige letzte Exil sozusagen, das tiefste Exil, ist dann eben in der Zählung der Tage, gerade dieser siebte Tag. Und unsere Welt, unsere äußere Welt dieses siebten Tages. Da ist also dieses Blei, das Metall, was zugeordnet wird, der Staub. Das vierte Element, Afar, die 350, die 3,5, die Größe des Menschen, also auch in diesem doppelten Sinne des Wortes Größe, die Größe im Sinne der Länge des physischen Leibes, die 3,5 Ellen, aber auch die Größe, die Gedula, im Sinne von das, was ihm als Gnade geschenkt ist, die Größe, die ihm billigt wird hier innerhalb der Schöpfung, als Stellung hier innerhalb der Schöpfung, diese 3,5 zu haben, diesen Punkt der Umkehr in der Mitte der Siebenheit sozusagen, als Mensch
die Entscheidung treffen zu dürfen, entweder weiterzugehen, quasi verloren zu gehen in der Unendlichkeit, einer 7 mal 7 bis in alle Ewigkeit, oder eben die wirkliche Ewigkeit wieder zu erreichen, sich nach ihr zu sehnen zunächst und umzukehren, sich umzudrehen, wieder dahin zu gehen, zu blicken und dann zu gehen, wo man herkommt. Wie es sich ja auch in dem Wort für die Schöpfung, für das Schöpfen überhaupt ausdrückt. Bora, diese 2201, wurde schon manches zugesagt. Also, Offeret, dieses Blei, noch einmal der Bezug zu der Stellung und Bedeutung des Menschen gerade in dieser Welt hier, in dieser Schöpfung. Dann der Planet, der diesem siebten Tag zugeordnet ist, ist der Saturn. Also ein Planet, der üblicherweise eher negativ assoziiert ist, oft gar gleichgesetzt wird mit dem Wort Satan, auch wenn im Hebräischen da jetzt erstmal kein wirklicher Bezug besteht. Also Satan ist Sin Tet Nun geschrieben, die 359, da hatten wir schon was zu gesagt. Also Shin, nur halt als Sin, die linksseitige Variante dieses Doppellautes. Und dann eben Tet Nun. Dagegen der Planet Saturn ist kein hebräisches Wort, sondern irgendwie lateinisch. Und ich weiß nicht, wie es vom römischen Mythos her genau hergeleitet wird, also dem Wort nach, aber dort ist es ja der Planet, der die Zeit, also Kronos im griechischen Mythos, also zumindest dem Klang nach identisch mit dem Wort Chronos, was auch die Zeit bedeutet, soweit mein sehr bescheidenes Griechisch reicht. Und deswegen sagt man ja Kronos, die Zeit frisst ihre Kinder, in dem auch im Mythos eben Kronos seine Kinder, die Titanen, frisst, verschlingt und die Zeit eben alles wegrafft, dahinrafft und sich einverleibt und verschwinden macht für die Gegenwart und zur Vergangenheit. In dem Sinne kann man natürlich den Bezug zum Satan, zu dieser Widersacherkraft sehen, weil der Satan natürlich schon sehr eng mit der Zeit einfach verknüpft wird. Mit der Zeit eben als dieses Räuberische, als dieses Raubende, Wegraffende, Verschluckende, Verschlingende. Aber vom Wort her ist erstmal Satan nicht mit Saturn verwandt. Der Planet Saturn im Hebräischen ist einfach der Schabbat-Planet. Shabbatai, nicht ganz genau, da ist noch so ein Aleph als vorletztes Zeichen vor dem J, also Shabbatai, so ungefähr, wenn man es ganz überexakt aussprechen wollte, aber die Wurzel ist eben dieses Shabbat, also das Aufhören und Ruhen in gewissem Sinne, aber eher das Aufhören wirklich. Also der Shabbat ist nicht so sehr ein Tag des Ruhens, in dem man nichts macht und ruht, sondern es ist ein Tag des Aufhörens, weil etwas vollendet ist und des Akzeptierens und des Hinnehmens dieses Vollendetseins und des Sehens und des sich daran Erfreuens vor allem, dass alles vollendet ist. Und in diesem Sinne ist eben auch der Saturn als Planet, der Shabbatai im Hebräischen, etwas, was diese Abgeschlossenheit darstellt, verkörpert. Es ist ja auch, wenn wir es im ganz physischen betrachten, sozusagen der äußerste Planet, wenn wir uns im alten Bild, also jetzt auch nicht im materiell-physischen Sinne zu verstehen, sondern im alten Bild, wo die Erde im Zentrum des Kosmos steht und die Planeten, die Himmel, die sieben Himmel repräsentieren, die sozusagen in Sphären sich wölben über dem Irdischen, über der Erde. Da ist eben dann als letzte, als siebte Sphäre, dieser Saturn. Also das ist der, der diese, ich will sagen normalen, diese übliche Siebenheit der Himmel abschließt, vollendet. Aber da sind wir eben auch wieder. Es ist eben noch das Ende im Sinne der Siebenheit. Es gibt noch den Durchbruch davon. Denn Gott, so sagt man auch, thront nicht im siebten Himmel, sondern über dem siebten Himmel. Und überhaupt der ganze Himmel ist eigentlich nur der Thron Gottes, aber Gott selbst ist dann eben auf diesem Thron, also über dem Himmel. Es gibt ja auch die Bezeichnung Himmel der Himmel und so. Man kann das alles nochmal systematisieren, wenn man das möchte. Das muss jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt getan werden.
In den christlichen Überlieferungen wird dann oft von sowas wie dem Empyreum noch gesprochen, das über der Siebenheit der Himmel angesiedelt ist, beziehungsweise als Achtes kommt noch so etwas, was manchmal Kristallhimmel genannt wird. Das wird unter anderem dann mit der Rakia vom zweiten Schöpfungstag gleichgesetzt, also mit dem Firmament, wo die Fixsterne, also der Fixsternhimmel sozusagen, während der die sieben Himmel mit den Sphären der Planeten, also mit den nicht fixen Sternen, mit den Wandelsternen, das bedeutet ja das Wort Planet, die Wanderer, also über diesen sieben Wandelsternsphären, den sieben Himmeln, ist dann der achte Himmel, der Fixsternhimmel, der Kristallhimmel, die Rakia, das wirkliche Firmament, das ist die Grenze. Und erst darüber sind dann ja sozusagen die oberen Wasser. Und das, diese oberen Wasser, in der christlichen Überlieferung paradoxerweise dann eigentlich als das Empyreum bezeichnet, das im Pyro, also im Feuer befindliche. Und dort ist dann sozusagen der Thron der Gottheit, der Trinität, wie es dann manchmal heißt. Ah, jedenfalls des wirklichen Vaters im Himmel, also des höchsten, des nicht hinabgestiegenen Aspektes, des Göttlichen, sagen wir mal, angesiedelt. Jetzt haben wir zumindest schon mal auch von der siebten Sphira die Figur genannt, David. Wir haben das Metall genannt, das Blei, Ophiret. Den Planeten, den Saturn, den Shabbatai, den ganzen Bezug zu den sieben Himmeln auch, die sieben Tage, sowieso der siebte Tag, unser siebter Tag hier, der Shabbat, die wirkliche Bedeutung dieses Shabbat eben, dieses Akzeptieren, dass es sehr gut ist in den Augen Gottes, auch wenn wir hier in dieser Welt oft denken, es ist aber doch gar nicht sehr gut. Doch, es ist sehr gut und gerade am Schabbat auch im Sinne des Rituals, wie wir ihn dann versuchen zu halten, hier als einer der sieben Wochentage, ist dann eben nochmal ein Konzentrieren dieser Empfindung, sich noch einmal mehr zur Bewusstheit bringen, aber auch nicht krampfhaft, sondern eher als die Freude, der man da wirklich ungehemmt freien Lauf lässt sozusagen und ein Licht leuchten lässt, als dieser abgesonderte Tag unter den sieben Wochentagen, der dann sein Licht auch ausstrahlen soll, seinen Glanz ausbreiten soll über den Rest der ganzen Woche, weil eben das Bewusstsein da ist, dass eigentlich auch die anderen Wochentage an diesem wirklichen siebten Tag stattfinden, weil eben die ganze Welt dieser siebte Tag ist. Und in diesem Sinne entweiht man den Sabbat, wenn man meint, hier in dieser Welt des siebten Tages irgendwie was besser machen zu müssen, weil Gott es noch nicht sehr gut gemacht hätte. Dann zeiht man sozusagen Gott einer Lüge und gibt dadurch falsches Zeugnis. Deswegen steht ja auch in den Zehn Geboten im jüdischen Verständnis, wo eine Fünffalt einer anderen Fünffalt gegenübersteht, genau an der Stelle, wo, also am vierten, jeweils an der vierten Stelle, also einmal als viertes Gebot, das ist keine Gebote, als viertes Wort von diesen zehn Worten und als neuntes Wort von diesen zehn Worten, jeweils das sich entsprechende. Am vierten steht, den Sabbattag zu ehren, ihn zu würdigen. Und als neuntes, also als viertes auf der menschlichen Seite von den beiden, also eigentlich müsste man andersrum, rechts die Seite des göttlichen Bezuges des Einzelnen und links die Seite des mitmenschlichen Bezuges des Einzelnen. Und da ist hier bei der göttlichen Seite das Ehren des Sabbats, des Anerkennens, dass Gott sehr gut die Welt eingerichtet hat. Und auf der linken Seite entspricht dem eben an dieser vierten Stelle der linken Säule das nicht falsch Zeugnis geben. Weil man eben ein falsches Zeugnis gibt, wenn man den Sabbat entweiht, wenn man behauptet, diese Welt des siebten Tages sei noch nicht vollkommen und wir müssten jetzt selber tun und machen und verbessern. Und in diesem Sinne, der siebte Tag, der Sabbat, etwas, was zum Zeugnis geben auch uns geschenkt ist. Ein Bündniszeichen eben auch. Fehlt noch was? Die Frucht, genau, die Frucht. Da könnte man auch wieder viel zu sagen, weil der Name dieser Frucht, also in der Bibelstelle, auf die sich da berufen wird, dieses Deuteronomium 8,8, steht nicht direkt der Name der Frucht, da steht der Honig an siebter Stelle. Da könnte man jetzt also sagen, das ist der Honig von den Bienen, aber es wird dann in der Regel so gedeutet, das ist der Honig, der aus den Datteln fließt, also aus der Dattelpalme,
aus den Früchten der Dattelpalme fließt. Also dieser süße Nektar oder diese süße Substanz wird auch als Honig bezeichnet. Dawash. Dawash im Hebräischen. Dalet Bet Shin. Und dieser Dawash, dieser Honig, ist also als die Frucht der Dattelpalme und die Dattel damit diese siebte Frucht. Diese Tamar ist der hebräische Name für die Dattelpalme, ist aber ein Wort, was erstens als Name auch auftaucht. Es gibt mindestens zwei berühmte oder berüchtigte Geschichten, in denen Tamar als Person auftritt, eine Frau. Einmal ist es eine zunächst Schwiegertochter von Juda, also von dem einen Sohn Jakobs, der dann aber am Ende sie selbst zur Frau nimmt. Naja, die Geschichte möge jeder nachlesen. Er geht erst sozusagen versehentlich zu ihr ein und zeugt einen Sohn mit ihr, beziehungsweise sogar zwei Söhne, zwei Zwillinge. Und Peretz, der eine von diesen zweien, wird dann auch derjenige, der Stammvater in der Reihe des Messias und erstmal des Königs David wird. Peretz, der Durchbruch vom Namen her. Und diese Tamar ist also die Mutter. Also eine Mutter in der Reihe, in der Abstammungsreihe des Messias. Und eine andere Tamar, auch eine sehr unschöne Geschichte, was so die, ja, ihr Schicksal angeht. Aber gut, das kann jeder selber nachlesen. Das ist in den Samuel-Büchern im Zusammenhang mit Absalom, Abschalom, also dem Sohn Davids und so weiter. Tamar, also die Frucht, diese sehr süße Frucht, vielleicht die süßeste Frucht, könnte man sagen, ist dieser siebte Tag. Einerseits, andererseits ist Tamar auch mit der Wurzel Mar, Mara, Memresh assoziiert. Man könnte Tamar als sie ist bitter übersetzen. Bitter ist also diese Wurzel Mara. Oder du bist bitter. T ist auch, also das Taf am Anfang kann auch die Du-Form sein. Du bist bitter, sie ist bitter. Sie im Sinne von die Frau. Also eine Einzahl Feminin. In diesem Sinne also der Widerspruch von süßeste Frucht und Bitterkeit. Und genau das ist auch wieder diese Zwiespältigkeit unseres siebten Tages. Einerseits die Wüstenwanderungszeit, andererseits die Wasserzeit. Also einerseits ganz trocken ohne Wasser, andererseits im Wasser, völlig untergehend im Wasser. Und auch die Wüstenzeit selbst. Einerseits das Gespräch mit Gott, das, was Israel geschenkt ist, das Manna kommt vom Himmel, die Tora wird uns geschenkt, die ganzen Wunder geschehen. Aber andererseits ist halt die Wüstenwanderung. Feurige Schlangen greifen sie an, Skorpione sind die Gefahr immer und überhaupt Leute, also andere Völker greifen sie an, es ist eine beschwerliche Zeit und ein Großteil der Generationen sterben, die ausgezogen sind und nur ein Teil kommt überhaupt durch diese Zeit. Aber trotzdem ist es eben diese Wüstenzeit, dieses große Geschenk, als der siebte Tag, diese unterste der sieben Sfirot, Malchut, Schei eben, das Geschenk, was uns geschenkt ist, wo auch die Schrina mit uns hinabgestiegen ist, also die Einwohnung Gottes uns begleitet, all unser Leid auch mitmacht, alles, was wir hier als Leid empfinden, was wir so als kleinen Hauch nur abkriegen, was schon so umwerfend manchmal ist und so erschüttert und so kaputt zu machen scheint und so herausfordert, es ist immer nur ein kleiner, klitzekleiner Splitter dieses ganzen umfassenden Leides, was in die ganze Welt ergossen ist. Und dieses Ganze ist eben, dieses Ganze an Leid ist eben das, was eigentlich die Schrina mit durchmacht, erleidet für uns, mit uns. Als eben Gott, der mitgeht mit seiner ganzen Schöpfung. Und dieses Meer des Leides, man könnte sagen, dieses Meer der Bitterkeit, ist dann auch der Name Miriam, Mariam, Mar, das bittere Yam, das Meer, das Bitternismeer, das Bitterkeitmeer. Und Miriam ist auch die Maria im Neuen Testament, also der Name jener Mutter, die dann hier die Frucht durch ihre Gebärmutter, die Rechem, die Rachem, diese Barmherzigkeit der Mutter, die all dieses Leid, diese Bitterkeit auf sich nimmt in dieser Welt des siebten Tages hier, die aber hervorbringt als den Durchbruch dann, diese Befruchtung von oben, diese himmlische, diese unbefleckte Empfängnis,
dieses senkrechte Einschlagen des Himmels, ist das Befruchtetwerden vom Göttlichen. Und das ist eben dann die Frucht, die hervorkommt, als der Messias, als Christus, als Jesus, als Jehoshua, der Beistand Gottes, der hier auf Erden zu aller Herrschaft und Vermittlertätigkeit und Verkündertum gesalbt ist, bestimmt ist, dass er all diese Rollen für uns in unserer Seele, in unserem Leben, in unserem ganzen Schicksal, in unserem Empfinden, in unserem Sehnen und Hoffen annimmt, verkörpert, ausdrückt. Angeboten ist es uns allen und wir mögen es ergreifen, wie der Baum des Lebens, der für den da ist, der sich nach ihm ausstreckt. Also, Etz Chaim hi le mechazikim bo. Er ist dort, er ist hier vorhanden für die, die nach ihm mit Kraft, mechazikim, die mit Chesek, mit Kraft nach ihm greifen. Aber ich glaube, für heute ist schon viel, viel zu lang geworden, dieser Monolog. In diesem Sinne, Baruch Hashem, Shalom Aleichem.